Ja, dann machen wir jetzt weiter. Gut, beziehungsweise fangen wir jetzt an. Wir haben jetzt gerade mal die Anfangs-Cutscene gesehen. Unser Protagonist, der Son Gokus Synchronstimme hat, wurde von einem Geist besessen oder irgendwas. Und plötzlich ist ein Nebel gekommen und alle Menschen sind verschwunden und komische Geisterwesen sind in die Stadt marschiert. Da waren wir stehen geblieben. Na dann, los geht's. Hallo, Pete Wansi, wie geht's? Was Glassprenger für Seppo? Ach so, das Glas sprengen nochmal. Sehr schön. Vielen Dank. Freut mich. Immer ein Highlight, wenn das Bitteglas gesprengt wird. Okay, weiter geht's. Steuern. Umsehen. Damit kann ich arbeiten. Damit können wir alle arbeiten. Da kommen die Slenderman. Wir können nicht weg. Tu, was ich sage, wenn du leben willst. Vielleicht will ich gar nicht leben. Damit hat er wohl nicht gerechnet. Füge die Energie in deinen Fingerspitzen und lass sie dann mit einem Schlag raus. Gut gemacht. Weiter so. Du solltest blocken. Schläge abzufangen. Gar nicht üben. Was war das denn? Diese Macht. Ohne mich hättest du keine Chance gegen diese Viecher gehabt. Sag mal, hattest du nicht irgendwas Wichtiges zu erledigen? Stimmt. Ich muss zu meiner Schwester. Hallo, Erin Abdilibist oder so ähnlich. Willkommen, wie geht's? Danke fürs Followen. So, hier sind wir. Und aktuell können wir sowieso. Das wird hier noch quasi eine offene Welt, die hier freigeschaltet wird. Die soll sogar sehr groß sein. Ich habe im Test schon gelesen, dass die zu groß geworden ist und dass das Spiel hinten raus dann ein bisschen zu repetitiv wird. Aber ich glaube, es könnte mir trotzdem gefallen. Ich bin gespannt. Tutorials. Pah, wer braucht schon Tutorials? Werde ich nie lesen und deswegen werde ich die Hälfte nicht verstehen, so wie immer. So muss das sein. So, wartet mal kurz. Ich will noch mal kurz in die Datenbank schauen. Ich möchte die ganzen neu abklappern. Akito, unser Protagonist. Vollständiger Name Akito Itsuki, auch bekannt als Son Goku. Ein 22-jähriger Student, der in Shibuya in einen schrecklichen Unfall verwickelt wurde. Als sein Leben am seidenen Faden hing, wird er durch das Verschmelzen mit einem mysteriösen, schattenhaften Wesen gerettet. Sorry, aber ich rede nicht mit Typen, die von mir Besitz ergreifen wollen. Wie du meinst. Was bist du überhaupt? Du zuerst, dann erzähle ich's dir. Mann. Die Stadt sieht übel aus. Hätte nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Das ist nicht mehr Shibuya. Könnt ihr euch noch erinnern? Ich muss, wenn ich Raytracing-Effekte sehe, immer dran denken. Es gab so eine Zeit, wo gerade so Glanzeffekte schön dargestellt werden konnten. Und plötzlich war alles nur noch metallisch und oder nass ohne Ende. Und jetzt mit Raytracing ist ein neues Zeitalter der Videospielgeschichte angebrochen, wo es immer alles nass sein muss. Damit man die schönen Effekte sehen kann, die schönen Reflexionen. Sieht schon schön aus. Ich frage mich, ob, wenn man wirklich in Tokio ist und wenn man sich auskennt, ob man dann das wiedererkennt. Oder andersrum. Also, ob das Spiel hier wirklich den Tokio-Bezirk hier 1:1 abgebildet hat. Kann ich mir schon vorstellen. Ähnlich wie die Yakuza-Reihe halt mit ihrem Bezirk. Ja, hier sind die aber auch besonders krass, ne? Die ganze, alles reflektiert sich hier komplett krass. Das kann ich verstehen, dass das Reizüberflutung ist. Ich sitze übrigens seit Ewigkeiten.
mal wieder auf Gnazi. Was zur Hölle ist das? Müllbeutel. Materie von der anderen Seite. Manchmal sickert sie zu uns rüber. Probieren geht über Studieren. Hau drauf. Tada. Sieht so aus, als könntest du ihre Energie absorbieren. Äther und kristallisierter Äther. Okay, du wirst auf kristallisierten Äther treffen, der durch ätherisches Weben oder Schlagangriffe zerstört werden kann. Dabei zerbricht die Ablagerung und setzt einen Ätherschauer frei. Durch Absorbieren von Äther wird SK wiederhergestellt, die Energie für Angriffe mit ätherischem Weben. Das sind so viele Fantasiebegriffe, die mir nichts sagen, aber ich glaube, ich weiß schon. Im Endeffekt, übersetzt, ich mache die komischen Glitzerdingis kaputt und krieg Munition. Sag das doch gleich. Durch das Besiegen von Besuchern erhältst du ebenfalls Äther, in Klammern Munition. Okay, alles klar, ich verstehe. Ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich realistisch ist. Schwester ist hier Patientin? Ja. Ganz schlechtes Timing. Sie liegt im vierten Stock. Aber guck mal, ich hab schon 30 Munition und scheinbar kann man nicht mehr haben. Insofern macht es gar nicht mehr so viel Sinn, dass ich noch mehr sammle. Aber da ist eine Tasche. Patientenakte. Warum hatte da jemand eine Patientenakte in der Handtasche? Frage ich mich jetzt mal. Patientenakte Kyoko Kudo. Nummer so und so, Kyoko Kudo, Zentralkrankenhaus von Shibuya. Bitte legen Sie beim ersten Krankenhausbesuch des Monats Ihre Versichertenkarte vor. Achso, na gut. Gute, wichtige Information. Zum Glück haben wir das gefunden. Sonst würde die Story am Schluss gar keinen Sinn machen, wenn wir nicht wüssten, dass man am Anfang des Monats die Krankenakte vorlegen muss. Bin mir sicher, das ist für einen großen Plot-Twist noch wichtig. Ängstliche Nachricht. Takun, komm sofort zurück. Aus dem Eingang strömt weißer Rauch. Er könnte giftig sein. Ja, ist Definitionssache. Ich glaube, wenn man sich so komplett auflöst, könnte man das schon als giftig betrachten. Ich glaube, per Definition ist es aber kein Gift, sondern eher... Also ich meine, es ist wahrscheinlich magische Geister irgendwas, aber es wäre wahrscheinlich technisch eher Säure oder sowas, wenn man sich komplett auflöst. Was weiß ich. Ich finde es irgendwie schön gemacht, wie überall die Kleidung rumliegt. Erinnert mich an Everybody's Gone to the Rapture oder so. Alle halt einfach so weggepufft. Gereizte Nachricht. Tomomi, was ist passiert? Hier ist nichts los. Hä? Hier ist nichts los? Tote Jedis, ja genau. Stimmt. Da kam in der Intro-Cutscene, falls du das nicht gesehen hast, so weißer Rauch und alle Menschen haben sich aufgelöst. Und dann kamen die Geisterwesen, die Besucher. Was machen die da? Sie sammeln Seelen ein, die von ihren Körpern getrennt wurden. Wozu? Um sie in die Unterwelt zu zerren oder sie zu verschlingen. Wer weiß. Für diese Seele kommt jede Rettung zu spät. Mal sehen. Warte mal. Noch haben diese Wesen uns nicht bemerkt. Bleib geduckt und schleich dich von hinten an. Meinetwegen. Aber ich werde diese Mechanik nie wieder benutzen, nur dass du es weißt, Tutorial-Stimme. Gut so. Lass niemals deine Angst die Oberhand gewinnen. Stufenaufstieg. Mittlerweile kannst du schon richtig gut mit meiner Kraft umgehen.
Synergiestufe. Durch EP steigt Akitos Synergiestufe mit seinen neuen Kräften. Die Synergie mit den Kräften, genau. Du erhältst EP, indem du Gegner besiegst und Missionen abschließt. Bei einem Stufenaufstieg erhöht sich deine maximale LP, cool. Und du erhältst Fähigkeitspunkte für Geisterkräfte, mit denen du die im Fähigkeitenmenü Fähigkeiten freischalten kannst. Ja, kennt man ja. Hier haben wir das Fähigkeitenmenü, nehme ich an. Geisterkräfte lernen. Wenn deine Synergiestufe steigt, erhältst du Fähigkeitspunkte für Geisterkräfte. Geisteskräfte. Über das Fähigkeitenmenü kannst du die Fähigkeitspunkte sehen, bla 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 bla. Danke. Das Zugriff auf das Fähigkeitenmenü. Muss jetzt im Grunde das nehmen, oder? Ich kann gar nichts anderes nehmen. Den aufgeladenen Angriff. Ach, guck mal, das kann ich nicht mehr zurücklenken. Okay, dann lernen wir das jetzt einfach. Aufgeladener Angriff. RT drückt halten. Und variiert je nach gewähltem Element. Ah, das ist ja interessant. Erzeugt zwei zielsuchende Windstöße hintereinander. Bei Wasser Bereich von 4 Meter um mich herum und bei Feuer ein Feuerball, der explodiert. Ach, das finde ich ja irgendwie cool, dass es da so verschiedene Angriffe gibt und verschiedene Kombinationen von Spezialangriffen mit Angriffen und so weiter und so fort. Das finde ich schön. Da bin ich gespannt, was es da für Kombinationsmöglichkeiten gibt. Ich fand dein 50.000 Abo-Special mega gut gemacht. Du kommst so gut rüber und ich muss, dass du streamst. Ah, du wusstest. Ja, ja. Ich halte die Streams wirklich ein bisschen absichtlich klein. Ich mache da ehrlich gesagt absichtlich nicht so viel Werbung, weil ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Aber wenn meine YouTube-Videos, die ich vorproduziere, auf YouTube irgendwie 100.000 Leute sehen, ist das für mich überhaupt kein Problem. Aber wenn mir 20, 30 Leute gleichzeitig live zugucken, dann werde ich total nervös. Deswegen bin ich da gar nicht so scharf drauf, dass da zu viele Leute gleichzeitig sind. Ja, keine Ahnung. Das ist einfach, ne? Und genau, deswegen halte ich das ein bisschen kleiner. Aber danke, freut mich, dass dir das Special gefallen hat und freut mich, dass dir die Videos gefallen. 500.000, schauen wir mal. 100.000 wäre wirklich mein Ziel, habe ich ja in dem Video eh gesagt. Schon von Anfang an war das mein Ziel. Wäre cool, wenn wir das kriegen. Ich danke dir für die Nachricht und fürs Dabeisein. Super cool. Na gut. Okay, weiter geht's. Jetzt haben wir unseren geladenen Angriff. Was gibt's denn eigentlich noch hier? Es gibt irgendwie 3 Fähigkeitsbäume. Du bist noch nicht bereit dafür. Na gut, okay, dann schauen wir uns das an, wenn es soweit ist. Mehr Tutorials. Ducken. B. Taschenlampe oben. Geisterkräfte lernen, alles klar. Da sind unsere Nachrichten gespeichert. Okay, weiter geht's. Pass auf. An solchen Orten wimmelt es nur so von diesen Wesen. Was sind sie? Wir nennen sie Besucher. Was auch immer du tust, nimm dich hier bloß in Acht. Da ist doch gerade so ein kopfloses Mädchen hochgegangen, ne? Ist doch die Treppen hochgelaufen, als ich den Slenderman fertig gemacht habe. Aber wo ist es hin? Aha! Jetzt versuch's mit einem aufgeladenen Schuss. Bin dabei. Schlecht. Das sind quasi ihre Herzen. Reiß sie raus und sie sind erledigt. Pass auf. Sie sind hier. Füll deine Energie mit kristallisierten Äther auf. Manchmal halten die irgendwie so viel aus und manchmal nicht. Ich verstehe die Regeln noch nicht ganz, aber okay.
Okay. Voll daneben. Aber schön gemacht ist das, ne? Die Angriffsbewegungen sind schon irgendwie cool. Das gefällt mir. Ah, was haben wir denn hier? Vermisstensuche. Wir suchen nach Informationen über den folgenden Vorfall. Am 15. April verschwand das Mädchen auf diesem Foto. Sie wurde zuletzt im 429. in Shibuya beim Shoppen gesehen. Wenn Sie Informationen über den Vorfall haben, rufen Sie bitte sofort an. Gebührenfrei. Aber das angebliche Foto sehen wir nicht. Ich habe das ehrlich gesagt mit diesem Doppelschuss nicht so hundertprozentig verstanden, weil manchmal mache ich den, manchmal nicht. Muss ich vielleicht noch länger aufladen oder sowas, keine Ahnung. Wer weiß. Ich habe die Zuschauerzahlen tatsächlich ausgeblendet, weil ich es immer gar nicht wissen will. Ich hatte in vergangenen Streams, wenn ich Fallout gespielt habe, vor allem teilweise 30, 40 Zuschauer und da werde ich richtig nervös. Deswegen habe ich Zuschauerzahlen aus. Ich will gar nicht mehr wissen, wie viel mitzusehen. Ja, was soll ich sagen? Was zu essen? Man nimmt, was man kriegen kann. Wir dürfen nicht wählerisch sein. Da ist was dran. Lebenspunkte durch Nahrung regenerieren. Das ist so ein uralter Videospiel-Trope, der wird nie sterben, oder? Die Hauptfiguren, die sich dann immer schaufelweise Essen reinstopfen, damit sie sich mitten im Kampf heilen oder sowas. Jedes konsumierte Nahrungsmittel stellt nicht nur Leben wieder her, sondern gewährt auch eine leichte, dauerhafte Erhöhung deiner LP. Was? Das ist ja eine interessante Mechanik. Dauerhaft. Das heißt, je mehr ich esse, desto mehr halte ich aus. Interessant. Interessante Mechanik. Und da das ein japanisches Spiel ist, gehe ich davon aus, dass es wieder mal Millionen von verschiedenen Nahrungsmitteln gibt, die alle sehr detailliert dargestellt sind in dem Spiel. Ja, ja. Die sogenannte Fettrüstung, genau. Aber wo esse ich denn jetzt eigentlich? Es wurde... Wie, ich habe vergessen, wie man isst, Geisterstimme in meinem Kopf. Hilfe! Ich glaube, ich muss verhungern, Leute. Muss ich hier essen? Aha, das ist mein Essen, das ich jetzt ausgerüstet habe. Leben 110, maximale LP 0,4. Es ist tatsächlich so. Je mehr ich esse, desto mehr halte ich aus. Finde ich gut. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie man isst. Inventarmenü. Ich habe jetzt ein Essen ausgerüstet. Aber wie isst man? Drücken, springen, Taschenlampe. Ah ja, warte mal. Y halten. Ah, okay. Yeah. Ich verstehe nicht, was das Symbol da anzeigen soll, dieses orange Symbol. Das ist eine Nase mit einem... Das sieht ein bisschen aus wie Varios untere Gesichtshälfte oder so. So eine dicke Knubbelnase, rosa Bäckchen und irgendwie ein komischer, bezahnter Mund oder so. Ich erkenne es wirklich nicht, was das sonst darstellen soll. Naja, die Zielmarkierung halt, was auch immer. Ich finde das auch eine coole Idee, dass man permanent ein bisschen seine Rüstung erhöht, weil das führt dann auch so ein bisschen dazu, immer wachsam bleiben, dass man nicht so viel hortet vielleicht. Weil bei mir geht es auch so. Gerade wenn man so unbegrenzt viel Heilung einfach finden und mitnehmen kann, habe ich irgendwann einfach Milliarden. Hey, guck mal, könnte ich die ganzen Suppen hier essen? Alle Suppen und dann habe ich 500 Millionen Lebensenergie. Ist alles. Komm schon. Ist alles.
Nein, ich kann leider nur die Sachen essen, die abgepackt in irgendwelchen Tüten rumstehen, natürlich. Gemeinheit. Hier, hau die Automaten ein, guck dir das an. Achso, das sind Getränke. Weiß nicht, ob die auch funktionieren. Naja, gut, okay. Dann gehen wir in die Küche. Ist es doch. Mann, jetzt haben die so eine Mechanik und dann sowas. Seppo, alles okay? Bei mir ist nie alles okay. Ich kann mir den Clip gerade leider nicht anschauen. Aber ich schaue ihn nachher an. Wer ist da? Unheimlich. Was ist hier los? Das Spiel ist nicht... Hier ist es gefährlich. Das Spiel ist bis jetzt nicht wirklich unheimlich oder gruselig, oder? Ich mag den Stil, ich finde es auch stimmungsvoll, aber es ist jetzt, wenn man bedenkt, dass es von Shinji Mikamis Studio ist und dass es quasi so der indirekte Nachfolger von Evil Within 1 und 2 ist, dann ist es schon sehr harmlos, was das angeht, finde ich. Bis jetzt, was den Grusel angeht. Aber finde ich nicht schlecht. Also, ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass jetzt das große neue Horrorspiel kommt. Schauen wir mal, wie sich das noch entwickelt. Schichtübergabeprotokoll. Patient Toshiyuki Kauta. Zimmerbelegung 403 zu 402. 405 Beschwerde über Lärm aus Nachbarzimmer. 410 niedriger Wasserdruck. 417 Bruder hat Blumen geschickt, Vase benötigt. Bin ich der Bruder? Mari! Beruhige dich. Hier ist nicht so, wie es scheint. Na dann. Die andere Seite berührt und doch bist du am Leben und unversehrt. Es gibt wohl kaum eine bessere Beobachterin. Damit ist mein Plan perfekt. Rühr sie nicht an! Und wer bist du? Ein Mensch. Noch jemand. Du. Unwissender Narr. Ich habe deinen Geist von seinen Ketten befreit. Doch noch immer klammerst du dich an einen Körper. So sieht's aus. Und jetzt krieg ich dich. Faszinierend. Ist es reine Willenskraft? Bedauerlicherweise muss das warten. Ich sagte, rühr sie nicht an! Sie ist heilig. Hab keine Angst. Ich werde sie erlösen. Ah!
Sehr gut. Sind das quasi unsere Akatsuki? Und jeder von denen hat hoffentlich eine eigene Superfähigkeit. Da habe ich Bock drauf. Hat er mein Umhängetäschchen kaputt gemacht. Da hatte ich wahrscheinlich mein ganzes Essen drin. Damn. Wo bin ich? Bin ich tot? Klar. Wenn du hier liegen bleibst. Es sind 3 Sekunden in der echten Welt vergangen. Noch ein Atemzug und das war's. Nein, ich darf noch nicht sterben. Du hast nur einen Ausweg. Gib mir deinen Körper und ich rette deine Schwester. Du erwartest, dass ich dir vertraue? Ich zwinge dich nicht. Aber wenn du stirbst, überlässt du deine Schwester diesem Bastard. Ende. Keine Ahnung. Versuch's mit Beten. Sie heißt Mari. Und ich bin Akito Isuki. Jetzt stellen wir uns vor. Na schön. Nenn mich KK. Den alten Namen gibt's nicht mehr. KK. Bitte hilf. Mari. Ich muss mal ganz kurz 2 Minuten Pinkelpause machen. Ganz dringend. Sofort geht's weiter. Kleinen Moment. Sorry.
So, da bin ich wieder. Hallo. KK, so wie BB aus dem Amazon Delivery Spiel. Aus Death Stranding, meinst du? KK, BB, vielleicht verwandt oder so? Ah, oder so ähnlich. Ich habe jetzt extra eine neue Toilette hier im Büroflügel. Der, ja, mittlerweile ist es kein Anwesen mehr. Es ist schon eine Kleinstadt im Grunde geworden. Versehentlich. Kann passieren. Hier ein bisschen anbauen, man kennt das. Da ein bisschen anbauen, da ein bisschen erweitern und bam, auf einmal, weiß man gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe versehentlich schon an zwei Nachbarvillen dran gebaut. Ich weiß nicht mehr, wo meine losgehen und die anderen aufhören oder andersrum. Es ist schwierig. Aber gut, weiter geht's. Das ist schon ein ganz schöner Zufall, oder? Dass ausgerechnet seine Schwester das Gefäß für irgendwie super böse Pläne sein soll und er, der Bruder, wurde zufällig bei einem Unfall verletzt oder ist es vielleicht gar nicht so zufällig und von einem umherirrenden Geist besessen. Der wollte ja vorher noch einen anderen Körper haben, hat dann zufällig ihn da liegen sehen. Und mir hängt sie ständig in den Ohren, dass ich es zumachen soll. Heuchlerin. Aber wahrscheinlich ist das Schicksal. Mari. Mari! Komm schon, reiß dich zusammen. Ich bin immer noch hier. Kannst dich glücklich schätzen. Siehst echt hübsch aus, Kumpel. Fresse! Also, du lässt mich jetzt deinen Körper benutzen, ja? Das habe ich nie gesagt. Und ich bin immer noch hier. Was? Machst du jetzt einen Rückzieher? Das habe ich nicht gesagt. Wie du meinst. Ist doch recht gemütlich hier drin. Weißt du, wohin das Arschloch meine Schwester gebracht hat? Wenn sein Plan aufgehen soll, muss er so ein Ritual durchführen. Dann müssen wir nur wissen, wo... Mach mal halblang. Der zerquetscht dich wie eine Fliege. Eins nach dem anderen. Wir müssen erst noch woanders hin. Erster Stock. Sind wir im ersten Stock oder fahren wir dahin? Ich glaube, wir fahren dahin. Das ist das Erdgeschoss, ne? Erdgeschoss ist ja sowas Deutsches. Das kennt man woanders gar nicht, glaube ich. Wir sind jetzt wieder im Eingangsbereich wahrscheinlich. Ich glaube, ich gehe vorsichtshalber mal kurz noch in die Sackgasse da hinten. Man weiß ja nie. Nicht, dass da irgendwer eine Tüte mit Reisbällchen abgestellt hat. Nee, leider nicht. Na gut. Aha, ach so. Da ist die Tasche wieder mit der Patientenakte. Na schön, dann sind wir hier jetzt durch einmal. Dann verlassen wir das Krankenhaus wieder. Oh! Respawnen die Dinger? Ist da hinten auch wieder der Automat tatsächlich? Na gut, okay. Mission beendet. Stadt der Schatten. Erfahrungspunkte 500. Musik, Visitor? Okay. Ich habe anscheinend Musik freigeschaltet. Kapitel 2. Sorge.
keine Menschenseele. Sind die alle einfach verschwunden? Katka, danke fürs Abonnieren. Riesenabo. Ist vermutlich auch die Kommunikation zur Außenwelt abgeschnitten. Verfolgst du diesen Kerl schon lange? Ja, hat mich aber nicht vor dem Tod bewahrt. Genug geredet. Wir müssen los. Von einer Skala von 1 bis 10, was ist deine Lieblingsfarbe im Alphabet? Ich würde sagen Lama. Erster Halt ist Jugendsaka. Was? Schaltet man hier wirklich? Ich bin anscheinend immer noch in so einer linearen Story hier gefangen. Okay, meinetwegen, machen wir. Neue Tutorials. Ich überfliege die vorsichtshalber mal wirklich. Oh, ich weiß gar nicht, was hier jetzt neu war. Geladenen Angriff abbrechen. Ja, wird schon passen. Ah, jetzt haben wir neue Charaktere. Akito kennen wir ja schon. Hier haben wir KK, ein Geist eines toten Mannes, der von Akitos Körper Besitz ergreift, nachdem dieser bei einem Unfall beinahe tödliche Verletzungen erlitten hat. KK möchte sich an Hanya rächen. Mari Itsuki. Akito Itsuki. Ach so. Das sind wir. Jetzt, ich war gerade verwirrt. Unser Hauptcharakter heißt Akito, genau. Akito Itsuki, 17-jährige kleine Schwester und Oberschülerin. Nach einem Wohnungsbrand liegt sie mit schweren Verbrennungen bewusstlos im Zentralkrankenhaus von Shibuya. Hanya entführte sie, damit er sie für seine Zeremonie benutzen kann. Aber wisst ihr was? Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, stimmt. Ich dachte erst am Anfang, dass unser Hauptcharakter nicht von dem Nebel gefressen wurde, weil er besessen war von KK. Aber in Wirklichkeit ist wahrscheinlich irgendwas mit unserer Familie. Die Itsuki. Die Itsukis haben faustdick hinter den Ohren. Die haben eine besondere Verbindung zur Geisterwelt und werden nicht vom weißen Nebel aufgefressen. Weil immerhin sind wir die einzigen beiden noch lebenden Menschen im Universum anscheinend. Okay, und dann haben wir noch Hanya, den mysteriösen Obermufti. Ein geheimnisvoller Mann mit einer Hanya-Maske aus dem Nottheater. Da hätte ich jetzt gern mehr Informationen dazu. Er soll mit dem Massenverschwinden in Shibuya in Zusammenhang stehen. Er verletzt Akito schwer. Was? Bevor er dessen Schwester Mari mitnahm. Ach so, ja genau, stimmt. Er hat uns ja durchbohrt, ne? Der Softcore-Fatality, genau, das war das. Aber wir haben uns gut erholt, würde ich sagen. Ah, Essen. Guck, das Essen, das da in der Kantine rumsteht, frisch serviert, unangetastet, das will er nicht. Aber hier von der Straße irgendwie Zeug aufheben, das ist gut. Na, meinetwegen. Der Nebel schon wieder. Halt dich bloß fern. Der ist gefährlich. Wirklich? Okay. Mit diesem Nebel. Du musst da schnell weg. Beeilung. Bin ja schon weg. Gefährlicher Nebel. Nebel entzieht dir Leben und kann dich umbringen. Du tust gut daran, dich nicht allzu lange darin aufzuhalten. Oh, noch mehr Essen. Ups. Falsch. Ich hab's ein bisschen mit meiner Geistermagie infused. Ein bisschen mit Wind, damit's luftiger ist. Aufgelockert, das Ganze. Mensch, überall steht Essen, ey. Zum Glück haben die Leute, kurz bevor sie verschwunden sind, überall ihre Einkaufstüten abgestellt. Das ist schon praktisch. Ich muss quasi jetzt, ich verstehe, das ist eigentlich keine blöde Mechanik. Ich muss jetzt quasi nach und nach Gebiete durch irgendeine Mechanik vom Nebel befreien. Wen haben wir denn? Sie sind uns im Weg. Schalte sie aus. Was macht er denn? Lustig. Guck mal, der Schirm ist total kaputt von dem. War ich das oder war das schon immer so kaputt?
Ah, die regenerieren sich leider wieder, wenn ich nicht schnell genug bin. Das ist gefährlich. Oh, oh, keine Magie mehr. Ja, oder ich hau die einfach im Nahkampf. Au! Aber ich fand's lustig. Habt ihr das gesehen? Als meine Munition leer war, habe ich so auf meine Hand geguckt und ich hatte quasi so ein Geister-Digital-Display auf meiner Hand, das mir meinen Munitionsstand anzeigt. Na dann, gehen wir mal durch dieses magische Torbogenportal. Das ist sowas Japanisches, ne? Das sind so ganz kleine kulturelle Sachen, die sind wahrscheinlich für jemanden aus Japan oder vielleicht auch aus dem asiatischen Raum selbstverständlich. Für uns im Westen ist das immer ein bisschen weird, aber das Durchschreiten von genau so einem Bogen ist in der japanischen Mythologie was Übernatürliches und Geisterhaftes und so weiter. Ganz viele Tempelanlagen haben diese Bögen und das hat immer irgendwas mit dem Durchschreiten in eine andere Welt oder sowas zu tun. Ich weiß es ja auch nicht genau, aber das habe ich schon öfter gehört und mitbekommen. Anscheinend, ganz interessanter Fun-Fact vielleicht, hat auch Shigeru Miyamoto die Idee für Lilith Wars, für Star Fox gehabt, als er in so einer japanischen Tempelanlage eben durch diese Bögen gegangen ist. Und hat sich gedacht, wäre es nicht cool, wenn man ein Spiel hat, wo ein heiliger Fuchsgeist durch so diese heiligen Portalbögen durchfliegt. Und das war so ein bisschen die Vorlage dann für Star Fox. Das stimmt auch wieder. Gut, wir können die Tore immer noch reinigen. Hey, wirf mal einen Blick in den Schrein. Das Tütenessen ist wenigstens abgepackt. Sieht so aus. Katashiro. Hätte gar nicht gedacht, dass man es reinigen kann. Das war's, gehen wir weiter. Die kenne ich auch nur aus Studio Ghibli-Filmen. Oh, ich höre einen Hund bellen. Weiß ich nicht. Das ist offensichtlich ein Kagurazutsu. Du weißt ja gar nichts, KK. Ein Kagurazutsu, das weiß ja wohl jeder, ist ein kurzer Stab, an dem mehrere Glöckchen befestigt sind. Shinto-Schreinpriesterinnen benutzen sie bei rituellem Kagura-Tänzen. Okay. Ich höre einen Hund. Das hat oberste Priorität, KK. Vergiss meine Schwester. Vergiss deine Rache. Wir müssen vielleicht einen kleinen Hund retten. Hallo. Warum bellt er? Da drüben. Oh oh. Okay. T-Bone, vielen Dank für die Bits. Super nett von dir. Was hat mich denn da angegriffen? Du warst das, oder? Das mag ich nicht. Jetzt sauge ich den ein. Nebel, nee. Muss sie in Geister verwandelt haben. Vielleicht können wir ihnen helfen. Hol mal eines dieser Katashiro raus. Ach, wirklich? Das ist ja interessant. Genshin Impact Charakter lese ich gerade, benutzt das quasi auch als Standardwaffe. Diesen Glockenstab. Super interessant. Hey T-Bone, danke nochmal. Super cool. Das Glas wird wieder aufgefüllt. Und wie es aufgefüllt wird. Sehr schön.
Okay. Eingesogen. Das hat dann wohl geklappt. Jetzt zu Schritt 2. Halt mal Ausschau nach einer Telefonzelle. Was? Die gibt es noch? Jetzt mach einfach. Okay, ich habe gerade die Seelen von irgendwelchen Leuten in meinem Papier eingesaugt. Ich bin so eine Art Ghostbuster. Und jetzt soll ich zu einer Telefonzelle gehen. Okay. Finde eine Telefonzelle. Was ist denn das da? Hey, danke schön. Freut mich. Oh, Geld. Gelbe Ätherkristalle. Während du Shibuya erkundest, stößt du gelegentlich... Guckt euch meine Hände an, die irritieren mich sehr. Was ist passiert mit denen? Oh mein Gott, die sind irgendwie komisch verschmolzen. Ich bin der Wind. Zerstöre sie, um wertvolle Maika zu erhalten. Ich höre schon wieder den Hund bellen. Ah, kann ich die auch gleich einsaugen? I'm afraid of no ghost. So. Ach, die Hunde. Ich verstehe. Die sind im Grunde nur dazu da, dass die mir sagen, wo Geister sind, oder? Kann das sein? Hallo, Hündchen. Man kann die Hunde streicheln. Und man kriegt ein Achievement dafür. Das ist das Qualitätsmerkmal, an dem sich alle Spiele messen müssen. Wenn das möglich ist, dann ist es eine 10 von 10. Das unterscheidet eine 10 von 10 von einer 9 von 10. Diese Animation. Je mehr Liebe in dieser Animation steckt, desto besser ist das Spiel. Okay, was jetzt? Nimm den Hörer ab, ich erledige den Rest. Die Ghostbusters haben sich doch in den Telefonzellen ihre Superheldenanzüge angezogen, oder? Ja, so ähnlich, ich glaube schon. Dann haben sie ihre Batarangs geworfen auf die Geister. Was zum... Ed hat die gebaut. Halt mal das Katashiro ran. Ja, danke, Dibon, das freut mich. Oh, Bombe! Sie wandeln sich wieder in ihr altes Ich zurück. Dankeschön. Was ist das für ein Teil? Das ist alles ziemlich weird. Ich mag bis jetzt das Setting und bin gespannt, was da noch kommt, weil das alles so ein bisschen Geistertechnologie ist, was wir hier haben anscheinend. Du. Ein vergebliches Unterfangen. Nur ich allein kann diese Seele retten. Jetzt tritt zur Seite. Du bist kein Retter. Zur Seite treten? Komm schon, wir müssen raus und so vielen Geistern wie möglich helfen. 400 Geister übertragen. Von 200.000. Okay, zurück zu unserer kleinen Tour. Nächster Halt, Yugenzaka. Na gut, Hund. Komm mit mir. Geistertransmitter. Überall in Shibuya werden spezielle Vorrichtungen in ganz normalen Telefonzellen eingebaut. Es handelt sich dabei um Geräte, durch die deine mit Katashiro absorbierten Geister sicher auf die andere Seite der Barriere übertragen werden. Oh. Ed, ein Freund von KK, nimmt sie in Empfang und hilft ihnen, wieder ihre menschliche Gestalt anzunehmen. Je mehr Geister du überträgst, desto mehr Erfahrungspunkte erhältst du. Versuche also, so viele zu retten, wie du nur kannst. Okay. Wenn du das sagst, Tutorial, ich esse mal ein Reisbällchen. Oh. Und ist dieser Ed noch irgendwo am Leben? Sollte er zumindest sein.
Aber hier läuft eh nichts nach Plan. Woher soll ich wissen, was der treibt? Ach so. Wir müssen... Ja, da lang, okay. Ach, da unten, jetzt sehe ich erst die Minimap. Okay, gut. Die dürfte helfen. Entchen, ich habe die Telefonzelle schon gesehen, danke. Noch mehr Geister, saugen wir sie ein. Das mache ich auch kaputt. Neuer Datenbankeintrag. Oh Gott, sehr viele sogar. Ah ja, das sind die Orte anscheinend, die Wahrzeichen. Enzan-Neo-Bezirk, ein Hotelzentrum in Enzanko, dem unbekanntesten Vergnügungsviertel in Shibuya. Umgeben von Reihen knalliger Gebäuden voller Neonlicht. Okay, okay. Die günstigsten, schnörkellosesten Hotels werden gern von Arbeitern genutzt, die den letzten Zug verpasst haben. Ah ja, hier haben wir das Relikt. Gut, gut. Mehr Tutorials, gefährlicher Nebel, Äthergeld. Ah, neue Charaktere. Ed, so sieht er aus. Woher wissen wir das? Wer weiß, wer weiß. Einer von KKs Verbündeten und zugleich der Erfinder des Geisttransmitters. Stimmt, jetzt wo du sagst, Katka, Telefonzellen, ne? Das ist wirklich wie in der Matrix. Wir holen die aus der Matrix raus, alles klar. Tiva, dankeschön, da wird das Glas wieder aufgefüllt. Prall bis oben, super nett von dir. Besucher, die aus dem Herzen derer entstehen, die sich für die Arbeit bis zur völligen Erschöpfung verausgabt haben. Sie widmen sich ebenso hingebungsvoll ihrer neuen Aufgabe, die Lebenskraft der Lebenden zu stehlen. Erst stehlen sie ihre eigene Lebenskraft und wenn sie dann Geister sind, dann stehlen sie die Lebenskraft anderer. Das ist schön. Die Regenläufer. Ich habe mich nämlich schon gefragt, weil vom Design her sehen die sehr, sehr stark wie Slenderman aus. Und ich dachte mir schon, ob Slenderman schon so populär ist auf der ganzen Welt, dass das hier schon so ein bisschen also zu den japanischen Mythen zählt. Und auch wenn das Aussehen wahrscheinlich schon beeinflusst ist vom Slenderman, sind es wahrscheinlich schon auch so japanische Fabelwesen, die Regenläufer. Die Tiere von Shibuya. Ja, Katzen und Hunde. Was will man mehr? Im Gegensatz zu den Menschen sind die Tiere in Shibuya nicht verschwunden. Sie leben und durchstreifen weiterhin die Straßen Shibuyas. Mit Hilfe der Geistersicht kannst du mit Tieren kommunizieren. Was ist Geistersicht und woher kriege ich das? Und natürlich noch mehr Nahrungsmittel, weil es ist ja immerhin ein japanisches Spiel. Ich glaube, ich habe noch keine Geistersicht. Ich hätte die gerne. Okay. Was haben wir hier? Ist jetzt nicht wichtig. Geh weiter. Hey, raus da! Das wird nicht gut enden. Ja, dann sag mir das halt und sag nicht. Ist egal. Mann, ey, KK. An unserer Kommunikation müssen wir noch arbeiten. Oh, Arbeiterdrohnen. Ich finde die Animationen und die Angriffe sind schön gemacht. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Aber das Trefferfeedback ist bis jetzt zumindest mit der Standard-Windwaffe nicht so toll. Schauen wir mal, was das noch wird. Ja, das sieht sehr aus wie die Calamity in Breath of the Wild, ne? Das stimmt. Das stimmt. Vielleicht findest du dort ja was Nützliches. Ich habe jetzt schon was Nützliches gefunden. Ist das eine Katze? Genau genommen, ein Yokai. Ist wohl rausgekommen, als alle verschwunden sind.
Willkommen, Miauenfreund. Ich habe viel miaußergewöhnliche Waren. Seht euch ruhig um. Hier kann man Katashiro kaufen. Je mehr wir holen, desto einfacher wird es, Seelen zu retten. Hundefutter? Kann ich das dann den Hunden geben? Stimmt, die ungewöhnlichsten Sachen. Hundefutter, Reisbällchen, Gurken. Flöck, danke schön fürs Abonnieren. Freut mich sehr. Das sieht köstlich aus. Oh, hier gibt's Engine. Die sind lecker. Ja? Dann kaufen wir dir eins, wenn du die so gern magst. Außerdem kaufe ich Hundefutter. Oh nein, jetzt kann ich mir das nicht mehr leisten. Aber warum bräuchte ich das bitte überhaupt? Ich habe doch schon eins davon. Das hätte er wahrscheinlich gerade gesagt, ich habe nicht zugehört, weil ich so begeistert vom Hundefutter war. Drei Hundefutter! Wer hat schon ständig Gurken dabei? Ja, wir haben ständig Gurken dabei. Okay. Sonst noch was? Nee. Was das jetzt? Komm, wir gehen. Die Musik, die hier läuft, ist auch toll. So, ich freue mich schon auf den nächsten Hund, den wir treffen. Der kriegt sowas von Hundefutter von mir. Der weiß überhaupt nicht mehr, was los ist. Was haben wir denn hier? Nix. Absolut gar nichts. Sagenhaft. Ja, warte, ich muss mal hier die Mülleimer aufmachen, offensichtlich. Oh, ich habe Essen gefunden. Jetzt hätte ich gern noch ein bisschen mehr Geld, damit ich das für 3000 kaufen kann. Aber ist egal. Wird schon passen. Oh, hey, Tiba, und danke nochmal. Meine Güte, guckt euch das Spendenglas an. Es geht über. Okay. Müssen wir da hoch? Ich glaube schon. Ich gehe erstmal in die Telefonzelle. Wir haben ja schon wieder ein paar Geister gefangen. Können wir jetzt aus der Matrix rausschicken. ...98 Geister für 49 M und EP. Okay, los geht's. Stufenaufstieg. Ich schau noch kurz in die... Wollte schon sagen Klo, Dixie-Klos, aber das stimmt gar nicht. Oh, was ist denn das? Was ist das denn? Ja, eben. Die Löwenmaske. Eine Kopfbedeckung für Löwentänzer. Oder Tänze. Kann ich die auch anziehen? Das sieht absolut sowas von nicht wie ein Löwe aus, aber ist schon okay. Künstlerische Freiheit. Aber ich befürchte, das ist nur ein Sammelobjekt. Ich hätte das gern... Ah ja, wir können jetzt was Neues skillen. Ich bin noch nicht bereit für das Zeug hier. Okay, aber wir können jetzt was machen. Kerngriff LP-Regeneration. Langweilig. Kernschwächung Dauer erhöhen, ja. Kerngriff Tempo erhöhen. Nahkampfkerngriff. Am Boden Schaden erhöhen. Kerngriff am Boden. Geisterabsorptionstempo erhöhen. Nee, das ist mir egal. Schneller schleichen. Ätherschlag. Nee. Perfektes Blocken. Ich habe schon ganz vergessen, dass man blocken kann. Schauen wir mal die anderen Skillbäume an. Ich hätte gern Wasser- oder Feuerangriffe, aber das kann ich alles noch gar nicht lernen, leider. Nahrungskapazität. Du kannst bis zu 5 Stück von jeder Nahrung gleichzeitig tragen. Wie viel kann ich denn jetzt tragen? Ich wusste nicht, dass das begrenzt ist, da ich so ein alter Looter bin und es würde mir das Herz brechen, wenn ich nicht alles mitnehmen könnte, werde ich jetzt mal meine Nahrungskapazität erhöhen. Anstatt hier irgendwelche komischen Kampffähigkeiten freizuschalten. Nutze es weise, Kleiner. Ja, mach ich doch. Wohnst du hier? Schau mich mal kurz hier um, bevor wir dahin gehen, wo wir hin sollen. Aha! Schwebender Mülleimer. Not on my watch. Dachte wohl, kann sich hier verstecken.
Aber solange ich hier bin, werden hier keine Gesetze gebrochen. Schon gleich gar nicht die Gesetze der Physik. Na gut, dann gehen wir zum Storypunkt. Ja, ich kann nichts liegen lassen. Wir müssen erstmal den Eingang freiräumen. Hä? Wie? Ach so, Handsiegel. Was muss ich das machen? Hä? Aha! Was ist da drin? Siehst du da? Rein mit dir. Genau, schön, dass jetzt das Tutorial kommt. Ich hab's schon verstanden jetzt. Ich musste es schon machen. Hundefutter! Weißt du, da spiele ich schon ein super modernes Raytracing-Superspiel auf meinem super modernen Raytracing-Superrechner. Und dann gibt es immer noch keine Spiegel mit Reflexion. Aber das liegt wahrscheinlich eher dran, dass unsere Hauptfigur in Wirklichkeit keinen Körper hat in dem Spiel. Das ist wahrscheinlich wow. Eher das Problem. Ist das deine Geheimzentrale? Sei nicht albern. Das ist ein Versteck. Was jetzt? Die Dusche hier explizit, oder? Toilette. Irgendwie sind die Decken hier so niedrig, oder? Ah, hier ist es besser. Wow! Ich hoffe, so sieht mein Büro auch irgendwann mal aus. Ich arbeite dran. Hier ist so viel, oh Gott, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange hier an, bei der Seife. Das ist keine Seife. Das ist eine handschriftliche Notiz an KK. Räum die Küche auf, wirf die leeren Fastfood-Verpackungen weg und putz, bevor ich zurückkomme, du Schlunz. Du Schlunz. Okay. Meldest du dich freiwillig? Auf keinen Fall. Habe ich noch nie gehört. Ein Reiskocher. Paper. Erinnerungsnotiz. 17 Uhr Treffen mit Erika am Bahnhof Ibisu Westausgang. Literaturliste. Brauche ich alle sofort, danke, gezeichnet Rinko. Untersuchung der Tore zur Unterwelt. Enzyklopädie der japanischen Zauberkunst. Leben und Tod als Kulturgeschichte. Fertignudelkalender 2020. Ja, na gut. Ich höre eine Katze. Oh, was ist das? Ein Daruma. Eine ründliche Puppe, die wohl einem buddhistischen Mönch nachempfunden wurde, um Glück zu bringen. So, so. Eine Legende besagt, dass er nicht nur ein Wasteland-Museum in Fallout 4 hat, sondern auch das größte Lagerhaus, was baubar ist. Ja, ja, das stimmt. Ich habe ja die Vault, die das Spiel selbst auf der PS5 zum Abstürzen bringt, zu über 90% aus dem gebaut, was ich in der Welt gelootet habe. Ich habe keine Mods benutzt oder irgendwas. Ich habe mir alles zusammen gelootet. Loot ist gut. Was soll ich sagen? Und Schlunz, seltener Schlunz, schreibt uns Katka noch, bezeichnet landläufig einen unordentlichen, unsauberen Menschen. Im Laborbereich bezeichnet es einen schwer zu beseitigenden Rückstand in Laborgefäßen nach chemischer Reaktion. In der Marine ist es eine inoffizielle Bezeichnung für das Bordlazarett. Okay? Oder das Krankenrevier. Ha, na gut. Letztere Definition ist im Vergleich zu den anderen dann irgendwie weird. Das hier ist Nahrung von der anderen Seite. Theoretisch ist das für uns essbar. Was heißt das?
Geisternahrung, Nahrung aus der Unterwelt, regeneriert Lebenspunkte wie normale Nahrung und gewährt zusätzlich noch eine vorübergehende Verbesserung deiner Fähigkeiten. Die verbleibende Effektdauer wird unten rechts im Bildschirm angezeigt. Handgesten, okay. Cool. Was haben wir hier noch? Geisternahrung schon wieder. Bild nicht verfügbar, aha. Im alten Japan herrschte die Überzeugung, diejenigen, die über demselben Feuer zubereitete Nahrung aßen, seien an das Kollektiv verbunden, das die Nahrung stellte. Diese Vorstellung, Nahrung sei ein Symbol einer tieferen Verbundenheit zwischen Menschen, lebt heute in der japanischen Sprache weiter. So kann ein Begriff, der als Euphemismus für Menschen mit einer engen Bindung zueinander verwendet wird, als Reis aus dem gleichen Topf essen übersetzt werden. Folglich werden jene, die Nahrung aus dem Land der Toten verzehren, selbst an die Unterwelt gebunden und können nicht in das Reich der Lebenden zurückkehren. Selbst die Götter sind dieser Gesetzmäßigkeit unterworfen, wie Izanami, eine Göttin der Schöpfung. In der japanischen Mythologie stirbt sie und bleibt daraufhin in der Unterwelt gefangen, nachdem sie etwas von dort gegessen hat. Das gibt's aber in der westlichen Mythologie auch. Dieses irgendwas essen und dann deswegen da irgendwie gebunden sein. Das kommt mir sehr bekannt vor. Zum Beispiel aus Pans Labyrinth. Verzehren normale, liebende Menschen Leckerbissen aus dem Jenseits, sterben sie. Doch da Akito schon mit einem Band ins Grab, mit einem Bein im Grab steht, scheint der Verzehr keine solche todbringende Wirkung auf ihn zu haben. Interessant, hier haben wir noch einen Eintrag zu den Papierschnipselchen. Das fände ich mal interessant, was es damit eigentlich auf sich hat. Ich sehe die so oft in irgendwelchen Animes und so, aber weiß überhaupt nicht, was das eigentlich sein soll. Puppenähnliche Objekte in Menschenform. Ach, ich dachte immer, das sollen Vögel sein oder sowas. Okay, Menschenform. Sie bestehen aus Papier oder Holz und werden seit uralten Zeiten in der japanischen Zauberkunst eingesetzt. Katashiro in Shinto-Zeremonien, Owarae genannt, werden an kranke Körperteile gehalten, okay, um die darin enthaltene Verderbnis zu absorbieren. Anschließend werden sie in einem Medium wie Wasser entsorgt, um den Reinigungsprozess zu vollenden. Neben ihrer reinigenden Fähigkeiten können Atashiro auch Geister beherbergen. Jene mit spiritueller Kraft können sie daher als Gefäße verwenden, um Geister einzufangen. Das machen wir, die nach dem Tod weiter auf der Erde wandeln. Interessant. Das finde ich ja schon cool. Ich frage mich echt, ob das Spiel wirklich mit einem westlichen Publikum im Hinterkopf wirklich entwickelt wurde. Weil ich schätze mal, wenn jemand aus Japan kommt, dann sieht er das und denkt sich, ja, obviously ist das so. Was steht das hier überhaupt? Ah, Nekomata! In japanischen Volkssagen können Katzen, die lange leben, zuweilen mächtige übernatürliche Kräfte entwickeln. Ihr Schwanz teilt sich dann in zwei auf und sie verwandeln sich in ein als Nekamato bekanntes Yokai. Die Etymologie des Namens ist etwas mehrdeutig. Neko bedeutet Katze auf Japanisch. Mata kann mit verschiedenen Kanji geschrieben und unterschiedlich interpretiert werden. Meist bezieht es sich jedoch auf die zwei Schwänze des Yokai. Durch ihre übernatürlichen Kräfte können sie Menschen verstehen. Und diese Fähigkeit wird mit dem Alter stärker. Nekomata sind jedoch nicht ausschließlich gutartige Geschöpfe, sondern greifen Menschen gelegentlich auch an. Das Maigetsuki, ein Tagebuch, das zwischen dem 12. und 13. Jahrhundert von Fujiwara Sadi verfasst wurde, erzählt von einem Nekomata, das eines Nachts erschien und 7 oder 8 Unglückselige verschlang. Okay, warte mal.
Die Katze hat 7 oder 8 Menschen verschlungen. Naja, ich schätze mal, uralte Supergeisterkatzen können das. Es ist ein Rätsel, weshalb sich diese mystischen Katzen in Shibuya niedergelassen haben. Eine Theorie besagt, dass die Maika für den Kauf von Unterwelt Katzenminze sparen. Ah, alles klar. Das Zeug haut mehr rein als alles, was du kennst. Wollte es noch gar nicht verlassen, das Menü. Ich habe mich nur verdrückt. Wir haben noch ein paar Sachen, die ich noch kurz anschauen wollte. Die Nahrungsmittel interessieren mich persönlich jetzt nicht so sehr. Obwohl, den Eintrag zur Gurke, das würde ich schon gern lesen. Dieses Gemüse ist sowohl frisch als auch eingelegt ein Genuss. Auch für Kappa. Kappa sind doch so komische Entenwesen, oder? Hundefutter. Dieses industriell hergestellte Hundefutter wurde in Japan erstmals 1960 verkauft. Hey, gibt's das wirklich? Ist das echt? Ist das echtes Hundefutter, das es schon seit 1960 gibt? Ich könnte es mir vorstellen. Zur Verbesserung der Ernährung von Haustieren wurde 2009 ein Gesetz zur Sicherheit von Haustierfutter erlassen, das bis heute Bestand hat. Versuch, einen Hund damit zu füttern. Ja, mache ich, sobald ich einen Hund finde. Und da haben wir die Löwenmaske. Habe ich die gar nicht gelesen? Ich dachte schon. Nee, eine Kopfbedeckung. Oh. Wie trägt man die denn? Beißt man da auf die Stange? Wahrscheinlich. Man beißt auf die Stange und rammt sich die beiden Ponöpel ins Hirn. Und dann trägt man die Maske richtig. Finde ich gut. Okay, Katka hat noch was zum Kappa, oder? Als Kappa, genau. Japanisch Flusskind, ein japanisches Fabelwesen bezeichnet. Ja, ja. Der Dämon gehört niederen Gottheit. Ich glaube, das sind diese kleinen Enten, diese kleinen, dicken Entenwesen mit dem Blatt auf dem Kopf, sind, glaube ich, Kappa. Vielleicht treffen wir die ja noch in dem Spiel, wer weiß. Hey, Herr Borke, hallo, danke fürs Raiden. Hallo, Herr Borke und Co. Hallöchen. Wie der Name verspricht, gehören löwenähnliche Kostüme dazu, obwohl diese Raubkatze in Japan überhaupt nicht heimisch ist. Löwentänze haben ihren Ursprung in Indien, dem Geburtsort des Buddhismus, wo Löwen verehrt werden. Man geht davon aus, dass den chinesischen Versionen des Löwentanzes Masken hinzugefügt wurden, die später mit dem Buddhismus selbst ihren Weg nach Japan fanden. Ach was. Ich finde das schon cool, dass wir da so Einträge kriegen. Geisternahrung-Tutorial, alles klar. Kabal, meine Mönchsfrisur. Ja, das kann auch sein, aber irgendwas Weirdes auf dem Kopf habe ich vor Augen, wenn ich an so ein Kappa denke. Wie so ein dickes Schnabeltier mit einem komischen Hut oder eben so einer komischen Frisur oder was auch immer. Oh, Projektor. Dieser Karte liegt innerhalb der Barriere. Und du hast ja gesehen, was passiert. Jeder, der den Nebel darin berührt, verschwindet. Eine Barriere? Heißt das, alle in Shibuya sind weg? Tja, 50 bis 100.000 dürften bis jetzt verschwunden sein. Vermutlich mehr. Das kann doch nicht sein. Die Opferzahl macht mir im Moment weniger Sorgen. Das Wichtigste ist, dass deine Schwester und unser Mann irgendwo hier drin sind. Aber wo nur? Ich finde das Spiel bis jetzt eigentlich ziemlich cool. Das Kampfsystem ist ehrlich gesagt so, ja, das nimmt man mit, das nehme ich in Kauf. Das ist jetzt nicht super, aber das passt schon bis jetzt. Mal schauen, ob das noch cooler wird. Aber so das Szenario, das Setting und diese Einblicke in die japanische Kultur mag ich ganz gerne bis jetzt. Hey, ist das dein Buch? Kappas faszinieren mich, seit ich als Kind eins gesehen habe. Echt? Dann warst du schon immer so eigen. So. Kappa. Ach, come on. Jetzt haben wir hier einen Kappa-Roman und dann zeigt uns das Spiel kein Bild von dem Kappa.
Ein Kappa ist ja eine Art Schildkröte mit einer Beule auf dem Kopf, in der immer Wasser ist. Man sagt, wenn das Wasser weg ist, stirbt er. Aber haben Kappa, ich habe das nur so lose in Erinnerung, haben die nicht auch irgendeine düstere Note? Ich dachte, irgendwie sind das so lustige, fröhliche Geister und sehen so lustig aus, aber dann locken die nachts irgendwie Kinder ins Gewässer und fressen sie oder irgendwie sowas, glaube ich. Aber ist das nicht mit allen Fabelwesen so, dass die immer so eine düstere Note haben? Ein Roman des berühmten japanischen Schriftstellers Ryunosuke oder Akutagawa, der 1927 veröffentlicht wurde. Ich habe nur gerade überlegt, deswegen habe ich so rumgestoppert, weil Ryunosuke wahrscheinlich eher, tendenziell eher. Die Geschichte wird aus der Perspektive eines Psychiatriepatienten erzählt, der sich erinnert, wie er in der Welt der Kappa stolperte. In die Welt, nachdem er beim Bergsteigen auf einen getroffen und ihm gefolgt war. Oh Gott. Seine Schilderung der Welt der Kappa beschreibt einen seltsamen, überirdischen Ort, dessen Werte das Gegenteil der menschlichen Gesellschaft darstellen sollen. Heißt das, da ist Mord cool und so? Literaturwissenschaftler würden behaupten, dass es sich bei der Geschichte tatsächlich um eine bissige Satire der damaligen japanischen Gesellschaft handelt. Na dann. Bevorzugte Opfer der Kappa sind Pferde und Kühe, die sich in der Nähe eines von Kappa bewohnten Gewässers bewegen. Das Kappa wird sie unter Wasser zerren und ihnen die Leber rauben. Das ist interessant. Ah, den Rest will ich nicht hier laut vorlesen. Ja, okay. So, was haben wir denn hier an dem Projektor? Unbekannte Person? Mehr unbekannte Personen? Gebäude? Da ist der Obermufti. Da ist Lady Dimitrescu. Warum hat er das gleiche Magazin ungefähr 20 Mal hier auf dem Stapel liegen oder in der Wohnung rumliegen? Naja, warum nicht? Ist halt ein Fan. Okay, ich glaube, wir haben uns so ziemlich alles angeguckt, ne? Dann können wir jetzt hier hingehen. Die Kiste sieht wichtig aus. Oh, ein Bogen. Gefällt er dir? Bedien dich. Wo hast du den her? In meinem alten Shop hatte ich gewisse Connections. Wer zur Hölle bist du? Sagen wir einfach, ich war einer von Japans Wachhunden. Aber ich habe mit Streunern rumgehangen. Tja, was immer du bist. Ein anständiger Bürger bist du auf keinen Fall. Okay, wir haben den Geisterzauberbogen bekommen. Und die Pfeile, die da drin sind, nehmen wir nicht mit? Nein, okay. Whatever. Sagasu, ist das Google? Wer sind die? Wir waren mal Freunde. Die Betonung liegt auf wahr. Unser maskierter Freund hier schreckt nicht vom Töten zurück. Hätten wir auch nicht tun sollen. Dann habt ihr also zusammen gegen diesen Kerl gekämpft? Alles klar. Jetzt haben wir eine Waffe. Zeit zu gehen. Ich dachte, meine Hände waren meine Waffe schon die ganze Zeit. Haben wir uns das da schon angesehen?
Nee, ich glaube nicht. Magnetische Messungen, magnetische Messwerte. Standard A und B unverändert. Standard C Tendenz steigend. Standard D unverändert. Standard E keine Messwerte außerhalb erhalten, außer Betrieb. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich muss die anderen kontaktieren, gezeichnet E. Ich finde es lustig. Wahrscheinlich hat das Ad geschrieben, von dem wir schon gehört haben. Und der hatte nicht die Zeit, noch schnell ein D hinzuschreiben. Er hat nur ein E gemacht, um bei einem Zwei-Buchstaben-Namen noch 50% Zeit zu sparen. Wer hat die Tür zugemacht? Ich habe die garantiert offen gelassen. Jetzt wird's unheimlich. Nix wie raus hier. Lass uns gehen, wenn du soweit bist. Ja. Eine Barriere? Sie wollen das ganze Gebäude zerstören. Na super. Die Barriere niederzureißen. Los. Na super. Oh! Verschlag ihn. Es muss noch mehr geben. Such weiter. Okay. Cool, das freut mich, dass dir die Videos gefallen. Was ist hier los? Durch die Barriere entstehen Interferenzen mit der Unterwelt. Wow. Sind wir so gut wie erledigt. Das war gerade ziemlich cool. Das war gerade ziemlich cool. Ein cooler Effekt. Okay, ich kann keine Pfeile mehr tragen, leider. Hat er eine Decke aus Leder? Das finde ich ein bisschen weird. Er ist so weit weg. Schieße mit einem Pfeiler. Bogen ausrüsten. Anvisieren. Und loslassen. Dammit. Warte, ich muss mich doch hier umsehen. Ich muss doch looten und so. Das Spiel hat nicht wirklich, oder? Eine Zeitbegrenzung. Oh doch, da oben ist eine Zeitbegrenzung. Jetzt sehe ich es gerade. Finde und zerstöre die Quelle der Barriere. 5 Minuten 13 Sekunden. Oh nein! Aber hier beim Lesen bleibt die Zeit stehen. Das ist gut. Der japanische Kalender. Eintrag 2. Obon. Kein festes Datum. Für gewöhnlich etwa am 15. August. Ein Fest zu Ehren der Geister verstorbener Vorfahren. Obon kann auf eine Legende zurückgeführt werden, die besagt, man könne Geister aus der Hölle retten. Es wird vermutet, dass der im Obon verbundene Bon-Tanz als Ausdruck der Freude gilt, die Toten vor dem schrecklichen Jenseits gerettet zu haben. Ach, das ist ja praktisch. Also das gerade mit diesem Gemälde, das sich so vermorft hat und über die Wand verteilt hat, das war ein sehr cooler Effekt. Das hat mir sehr gut gefallen. Dass sich dann die Räume so drehen und so weiter, das war auch cool. Aber das kennt man ja schon. Das ist ja nichts Besonderes. Ich würde das hier lieber ohne Zeitdruck machen. Weil ich mich gerne ein bisschen mehr umschauen würde. Aber ist schon okay. Ich glaube, der Zeitdruck ist recht nett, oder? Ist nicht so drückend. Uiuiui. Das ist schon irgendwie cool. Wohin gehen wir? Gefällt mir. Sieh dich um. Irgendwas findest du schon. Sackgasse. Hier geht's hoch.
Wir haben keine Zeit zu verlieren. Boah, was ist los? Muss ich da... Nee, was? Okay. Geschafft. Darauf hätte ich verzichten können. Sieh raus. Wer auch immer uns reingelegt hat, ist noch hier. Das ist schon schön gemacht, ne? Gefällt mir gut. Jetzt haben wir auch keinen Zeitdruck mehr. Aber das finde ich nett. Ah, guck mal hier. das Logo von Tango Games, der Entwicklungsfirma, die dieses Spiel hier gemacht haben. Die Shinji Mikami-Firma. Als Kitchen Timer. Warum nicht? Hey, Essen. Nom 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 nom. Ich glaube, ich esse mal was, oder? Nee, eigentlich nicht. Ja, ich esse was, wenn's. Aber stimmt, das ist gut, weil es gibt ja ein begrenztes Inventar in dem Spiel offensichtlich leider. Aber im Endeffekt, dadurch, dass ich ja einen permanenten Health-Bonus krieg, heißt das, es ist gar nicht schlimm, wenn ich was esse, obwohl ich volle Energie habe und so weiter. Die Barriere ist verschwunden. Dieser Plagegeist muss noch in der Nähe sein. Sieh unten nach. Oh Leute, ich muss leider noch mal ganz kurz Pause machen. Ich habe leider irgendwie total Magenkrämpfe heute. Tut mir echt leid. Ich bin sofort wieder da.
So, da bin ich wieder. Hallo. Gut, gut. Weiter geht's. Es ist halt echt wie mit der Verseuchung in Breath of the Wild. Nur, dass das kein Auge hat. Das stimmt. Aber weißt du, ich denke mir da immer, weil halt die Spiele alle aus dem gleichen Kulturkreis kommen, vielleicht beziehen die sich auf irgendwas, das wir hier im Westen nicht kennen, das aber im japanischen Raum selbstverständlich ist. Und vielleicht ist es gar nicht so, dass die hier irgendwie Stilmittel aus Breath of the Wild direkt nehmen, sondern dass sich alles, beides auf gleiche in der japanischen Kultur bekannte Sachen bezieht. Ach, irgendwie so. Oh, wartet mal kurz. Ein Fotomodus. Aha. Aber ich habe trotzdem keinen Körper. Das habe ich mir schon gedacht. Na gut. Haben wir das gemacht? Weiter geht's. Ja, danke. Mir geht's grundsätzlich ist eh alles okay. Ich habe nur seit langem heute mal wieder Käse gegessen. Ein Ofenkäse auch gleich. Und ich vertrage einfach Käse nicht mehr. Leider, leider. Ist da jemand? Nein, aber... Du siehst sie auch, oder? Okay, hör mir zu und tu, was ich dir sage. Ah, Geistersicht. Wow. Ihm haben wir wohl die Barriere zu verdanken. Los, hinterher. Aber, ja, okay, von mir aus. Ich würde jetzt gern mit Tieren reden, das geht doch mit Geistersicht. Ich höre Stimmen. Na gut, jetzt folgen wir dem erstmal. Dann schauen wir uns hier um. Ist eigentlich... Ah ja, guck mal, der Nebel ist zurückgegangen. Ich kann jetzt ein bisschen ein größeres Gebiet erkunden. Okay. Der geht in den Baum. Was ist das? Verdammnis. Nutze meine Kraft und untersuche sie, wie vorhin. Was soll ich machen? Blocken, Mann, blocken. Ach, blocken. Nee, nicht blocken. Geistersicht. Ich sehe was. Das ist der Kern der Verderbnis. Ja, bin ja schon dabei. Geht ja noch nicht. Scheint, als hätte die Verderbnis sie gefangen gehabt. Stadt muss es einige dieser Geister geben. Okay, manche Geister sind in wuchernder Verderbnis gefangen. Mit der Geistersicht kannst du die Quelle der Verderbnis aufdecken. Sobald du diese Quelle zerstört und die Geister befreit hast, kannst du sie absorbieren. Weiter geht's. Ja, jetzt mal eins nach dem anderen, KK. Eins nach dem anderen. Erstens will ich... Hier ist zum Beispiel ein Versteck. Ach so, aber da waren wir schon, oder? Hier wird noch irgendwas angezeigt. Habe ich irgendwas nicht gefunden? Eine rundliche Puppe. Doch, doch, die habe ich eben schon gefunden. Okay, alles klar. Geiz macht die Krallen stumpf. Gibt es sogar Pfeile? Die machen es einem aber auch wirklich einfach. Ich brauche keine Pfeile. Ich glaube, ich brauche eigentlich gar nichts. Ich wollte nur gucken, was die so haben. Okay, wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Wo ist denn wirklich unser Missionsziel? Ach, da. Gleich da ums Eck. Na dann, von mir aus. Warte mal, ich muss mal die Geistersicht aktivieren. Ich habe vorher mit Geistersicht, genau. Ich glaube, das sind das... Ah, guck mal, hier. Aha, eine Katze. Die Spur endet hier. Vielleicht hat er uns bemerkt und ist geflohen. Naja, wenn das so ist, sollten wir einen kleinen Umweg nehmen. Nicht weit von hier gibt es einen großen Schrein. Vielleicht finden wir dort ja was Nützliches. Sehen wir ihn uns an. Ich bezweifle, dass uns das weiterbringt.
Das werden wir dann sehen. Immerhin habe ich deinen Bogen in einem Schrein gefunden. Wohl eher gestohlen. Eigentum ist immer Diebstahl, Kleiner. Ja, das Harry Potter Hogwarts-Spiel hat mich auch nicht so abgeholt. Das sieht jetzt nicht scheiße aus oder so. Das Kampfsystem sieht nicht so gut aus, fand ich in der Präsentation. Aber es sieht schon ganz nett aus. Aber ist jetzt auch nicht meins. Das Kirby-Spiel würde mich vielleicht interessieren. Aber ich bin immer noch ein bisschen mit Elden Ring beschäftigt. Und jetzt habe ich hier jetzt auch noch Tokyo Ghostwire, das mir bis jetzt sehr gut gefällt. Und irgendwann, wenn ich dann mal Zeit habe, würde ich auch gern Elex 2 nochmal nachholen. Und dann ist ja jetzt auch noch Guardians of the Galaxy in den Game Pass gekommen, das ich auch gern nachholen würde. Also ich bin zurzeit eingedeckt ohne Ende. Ich streichle mal die Katze. Hm. Komme ich nicht hin, oder? Es geht irgendwie nicht. Naja, aber ich kann ihre Gedanken lesen. Ich habe schlechte Laune. Und streicheln geht irgendwie nicht. Ja, die Katze hat schlechte Laune. Ich weiß aber nicht warum und ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie kann ich denn die Laune verbessern? Müllentsorgung am Schrein. Wenn Sie Müll hinterlassen oder Abfall an unseren heiligen Schrein entsorgen, wird Ihnen die volle Weihungsgebühr für die Bereitstellung Ihrer eigenen Grabstätte berechnet. Was? Aha! Rein in mein Zettelchen mit euch! Hey, wenn Egon wüsste, was ich hier für Geisterjäger-Technologie am Start habe... Die mit ihrem Protonpäckchen und so. Und ich komme hier einfach mit einem kleinen Papierstückchen und bin super effektiv. Crazy. Wie geht Geister sich gleich nochmal genau? Hier, was wird mir denn hier angezeigt alles? Was sind denn das? Ah ja, das ist die Händlerkatze. Da schwebt irgendeine... Sind das einfach nur so Energie-Wiederauflad-Dinger? Oh, Gegner. Okay. Und da ist ein Hund. Dem gebe ich danach dann Futter. Aber erst bist du dran. Der holt sich, glaube ich, einen Snack am Automaten gerade. Lustig. Au! Okay. Jetzt lohnt es sich mal was zu essen. Töpfe mit Geld. Sehr gut. Ach ja, das gefällt mir bis jetzt sehr gut, das Spiel. Muss ich schon sagen. Mehr Geister. Und da unten ist wieder so ein kopfloses Mädchen. Ja, Elden Ring hat mich wirklich... Das habe ich jetzt durch. Ich bin jetzt endlich durch. Mein erster Playthrough ist beendet. Ich habe das New Game Plus noch nicht gestartet. Aber es gibt noch ein paar Sachen, die ich gerne noch machen würde. Ich glaube nämlich, es gibt vielleicht noch... Also es gibt noch ein paar legendäre Waffen und Zauber, die ich noch nicht gefunden habe, auf jeden Fall. Das werde ich noch so auf 100% spielen, bevor ich mein New Game Plus starte. Und ich will ja auch wirklich auf meinem Kanal Elden Ring Lore Videos machen. Aber immer wenn ich glaube, ich habe einen Aspekt des Spiels jetzt einigermaßen verstanden, trete ich die nächste Tür in die Lore auf. Und dann denke ich mir, um Himmels Willen, ich habe noch gar nichts verstanden. Und deswegen dauert das alles noch ein bisschen. Hi, das ist Trailgun. Wie geht's? Schön, dass du hier bist. Einführung in die Teezeremonie. Warum liegt der Zettel hier irgendwo in so einem komischen Wellblechschrank auf der Straße? In der japanischen Teezeremonie geht es um die korrekte Art und Weise, Matcha zu reichen und Gäste zu bewirten. Diese Art der Teereichung geht zurück auf eine Zeit, in der Samurai die Zeremonie als eine Form des guten Benehmens erlernten. Manche Teemeister wie Senno no Rikyo wurden zu den prominentesten Politikern ihrer Zeit.
Heute ist die Teezeremonie ein fester Bestandteil der japanischen Kultur und wird weltweit geschätzt. Unsere Schule bietet Teezeremonie Kunst für Anfänger an. Punkt. Kommen Sie und tauchen Sie ein in die Welt der Teezeremonie. Nicht abwarten, sondern Tee trinken. Yuriko Kishibe, Teemeisterin. Ich habe mal so eine Teezeremonie, so eine ganz große, auf YouTube, glaube ich, oder irgendwo halt gesehen. Ich habe es mir nicht ganz angeguckt, weil das waren ungefähr 58.000 Stunden. Geisterfrau, warum habe ich das bloß gemacht, hä? Und das sind wirklich super krass haargenaue Choreografien, nur um Tee zu servieren. Das ist schon faszinierend und ziemlich crazy. I'm afraid of no ghost. Ich habe schon ziemlich viel Geister absorbiert. Vielleicht sollte ich schon langsam mal wieder zu einer Telefonzelle. Ja, ein bisschen Munition könnte ich auch brauchen. Wartet mal, wo ist denn die nächste Telefonzelle? Ah, da unten ist ein neues Tor, ein neuer Schrein. Oh, wir haben einen weiten Weg vor uns. Dann gehen wir mal. Machen wir einen Abstecher über die Telefonzelle da unten. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Gut geplant ist halb gewonnen. Das ist Miauen-Motto. Genau, ich wollte mir nämlich endlich mal... Aber ich hab 10 davon. Ich weiß gar nicht, warum ich dann noch einen kaufen sollte. Aber ich mach's einfach mal. So, jetzt habe ich 11. Und ich kaufe noch Pfeile. Und... Ah ja, genau, da war ja vorher ein Hund und ich habe ihn nicht gefüttert. Nein! Gib bloß nicht alles auf. Ja, ja. Naja, der nächste Hund kommt bestimmt. Da ist die Katze, die genervt ist und ich weiß nicht warum. Aber jetzt muss ich nochmal kurz zurücklaufen, weil da ist noch eine Katze. Ich will mit der auch mal reden. Ah ja, guckt. Mir ist mulmig zumute. Warum ist der denn mulmig zumute? Ist es jetzt besser? Nee, der Katze ist immer noch mulmig zumute. Hm. Naja. Weiß ich jetzt auch nicht. Oh, ein Geisterbaum. Da ist eine Schwachstelle. Moment. Na, was mit dem? Wollen wir den nicht einsaugen? Ah ja, das stimmt. Guckt, ich konnte vorher maximal 10 Geister gleichzeitig einsaugen. Jetzt kann ich 11 Geister gleichzeitig einsaugen, bevor wir wieder zur Telefonzelle müssen. Na, warum nicht? Ist doch okay. Haus Vulkan bist du gerade? Ja, ja. Haus Vulkan hatte ich auch meine Probleme. Ich bin dann ein bisschen erkunden gegangen und bin zurückgekommen und dann war es plötzlich sehr, sehr leicht.
Also ich will nicht zu viel spoilen und das ist ein optionales Gebiet, da muss man nicht unbedingt hin, aber freu dich schon mal auf den Heiligbaum. Das ist das absolut schrecklichste Gebiet im Universum. Heilig Tree heißt es im Englischen, glaube ich. Der Heilig Tree ist absolut crazy. Da zieht das Spiel nochmal ordentlich an mit dem Schwierigkeitsgrad. Da bin ich ehrlich gesagt durch das meiste durchgesprintet einfach. Von Boss zu Boss mich gehangelt irgendwie. Das war schon krass. Aber auch cool. Okay. 400 Geld und fast 2000 Erfahrungspunkte. War das eine Aufzeichnung? Ja, Ed kann nicht gut mit Leuten. Mich erinnert das Ganze witzigerweise auch ein bisschen an Luigi's Mansion. Wo man dann die Geister im ersten Teil ins Labor zurückbringt und dann werden die über die Maschine in Gemälde verwandelt. So ein bisschen ist das hier mit der Geisterübertragung gefühlt. Die Luigi's Mansion Teile sind auch alle sehr gut. Es kommen, also Elden Ring ist so ein faszinierend, auch gigantisch riesiges Spiel. Das ist wirklich der Hammer. Ups. Immer wenn man denkt, jetzt habe ich aber wirklich alles gesehen, kommt plötzlich wieder ein neues riesiges Gebiet. Oh, mit dem man nicht gerechnet hätte. Wir müssen es reinigen. Oh. Irgendwelche Geistervögel. Tengo. Können wir es benutzen, um aufs Dach zu kommen? Ah, vielleicht sind die Freunde. Halte gedrückt. Und U, um den Tango zu greifen. Ja! Das war krass. Danke, Tango. Besser geklappt, als ich dachte. Yokai sind echt nützlich. Tenge sind nette Geister. Ich mag Tenge. Oh, die sind anscheinend keine netten Geister. Nee. Komme ich da rüber? Ich habe keinen Doppelsprung, oder? Ich glaube, ich benutze lieber den Tanker. Ich würde die gerne mal von nahen sehen, aber die fliegen dauernd weg. Oh, ich bin zu weit gegangen. Der Nebel hat sich etwas gelichtet. Ja, ich höre immer mehr Geister, die um Hilfe rufen. Wir werden sie retten. Aha, jetzt hat sich die Map erweitert, weil wir wieder so ein Portal gereinigt haben. Ah, und das sind anscheinend auch Schnellreisepunkte, oder? Weitere Erkundung mit Nebenmissionen. Neben der Haupthandlung gibt es eine Reihe von Nebenmissionen, die in der ganzen Stadt zu finden sind. Diese Missionen umfassen verschiedene Aktivitäten, darunter übernatürliche Untersuchungen von Yokai und die Rettung verirrter Geister. Sie haben keine Auswirkungen auf den Fortschritt der Haupthandlung. Die Startpunkte von Nebenmissionen werden im Kartenmenü angezeigt. Da haben wir eine. Oh, da auch. Ah, okay. Tiefenreinigung. Ein Geist scheint etwas zu sagen zu haben. Und Tsashiki Warashi. Ein Geist scheint etwas zu sagen zu haben. Kommt mir bekannt vor. Handwerker Nekomata. Dieser Stand wird von einem Nekomata betrieben,
das auf der Suche nach seltenen Gegenständen ist. Ah, ich habe seltene Gegenstände. Schauen wir mal. Gehen wir mal zu dem Geist. Schauen wir mal, was der Geist zu sagen hat. Aber vorher will ich irgendwie da hochkommen. Weil da gibt es noch Geister zu retten. Ich hoffe, ich tue denen nicht weh, wenn ich das mache. Die schreien so. Aber die wirken gechillt, ne? Je mehr Tore du reinlässt, desto mehr können wir erkennen. Nebenbei retten wir auch noch Geister. Und wir treiben den maskierten Freak in die Enge. Oh, der Mond ist ganz schön rot. Oh, guck mal, überall Geister in den Dächern. Komm schon, das schaffen wir. Ah, puh. Du bist in Sicherheit. Aber da komme ich, glaube ich, nicht rüber. Geistersprung! Ich glaube, es gibt keinen Geistersprung. Aber was bist du denn? Hey, fallen ist gar nicht witzig, selbst im Tod. Entschuldigung. Ja, sterbe ich jetzt? Gibt es jetzt Fallschaden oder wie oder was? Ich weiß es nicht. Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Aber erst will ich nochmal gucken. Ah, jetzt ist er weggeflogen. Na, ich befürchte, wir stecken hier fest. Dann gibt es immer einen Weg. Kann ich vorher irgendwie speichern vielleicht? Fotomodus speichern. Speichern wir mal. Ich habe noch nie gespeichert. Also nicht manuell. Okay. Geronimo! Das ist ja cool gewesen. Ich habe nichts gemacht. Ah, stimmt. 10 Fertigkeitspunkte. Danke, Katka. Du hast absolut recht. Können wir wieder hochleveln ein bisschen. Ah, wir haben neue Fähigkeiten. Und zwar Geistersicht. Das können wir schon. Erhöht Reichweite der Geistersicht. Gleiten. What? Das kann ich? Seit wann kann ich das? Mehr gleiten, das lerne ich. Muss ich gar nicht gucken, was wir sonst noch können. Mehr gleiten. Jetzt muss ich aber wieder auf die Dächer. Das muss ich testen. Vogelperson, ich will fliegen. Hilf mir. Ja, da war's. Danke. Okay, jetzt gucken wir mal. Jetzt will ich gleiten. Achtung. Gleiten wir mal darüber. 3 Sekunden kann ich gleiten. Das müsste doch reichen, oder? Ja! Aber ich bin leider... Naja, zumindest den können wir holen. Okay, 3 Sekunden gleiten. Das ist schon sehr Zelda. Breath of the Wild auch. Da steht jemand. Da steht irgendwer oder irgendwas. Ich mach's kaputt. Ich weiß nicht, wer oder was das ist, aber es macht mir Angst. Ich mag's nicht. Weg damit. Tot? Nee, bestimmt nicht. Okay. Neuer Eintrag. Schauen wir uns mal die neuen Geister und Wesen an. Die Papierpuppe. So viel P's in einem einzelnen Wort. Die Hälfte dieses Worts besteht aus P's. Ist das wahr? 1, 2, 3, 4, 5 P's. 1, 2, 3, 4, 5, 6 andere Buchstaben. Fast. Fast die Hälfte dieses Worts besteht nur aus P's. Sehr schön. Besucher, die entstehen, wenn jemand hinter einer blanken Fassade lebt. Hä? Okay. Mit einem leeren Lächeln auf den Lippen. Ach so, ich verstehe. Sie verbreiten dieselbe negative Energie, die sie selbst ertragen müssen. Ah ja, hier haben wir noch die Schülerin des Leids. Okay, Besucher, die aus der Sorge junger Schülerinnen entstehen. Sie handeln schnell und greifen mit gnadenloser Beharrlichkeit an.
Ah, das waren die anderen Herumtreiber. Besucher, die aus dem Wunsch zu fliehen entstehen. Warum kämpfen sie dann und fliehen nicht? Ihre Eingeweide sind völlig leer. Sie schweben in der Luft und greifen von oben an. Und dann haben wir die Tengu. Eine mysteriöse Art von Yokai, die tief im Inneren von japanischen Gebirgen hausen soll. Sie besitzt außergewöhnlich mächtige übernatürliche Kräfte und alle möglichen rätselhaften Vorfälle in den Bergen werden den Einfluss von Tengus zugeschrieben. Ein solches Phänomen ist auf Japanisch als Tengu Daoshi bekannt, was sich als Tengu-Fall übersetzen lässt. Dabei hört man mitten in der Nacht, wie ein Baum umstürzt. Doch am Morgen gibt es keine Anzeichen dafür, dass dies wirklich passiert ist. Kleine Steinschläge, die plötzlich auf Menschen niederregnen, werden als Tengu Tsubute, Tengu-Kiesel, bezeichnet. Ha. Aufgrund solcher Geschichten und der Fähigkeiten der Tengu, Menschen Schaden zuzufügen, werden sie gleichermaßen gefürchtet und respektiert. Es gibt aber auch Geschichten, in denen die Kreaturen ihre Kenntnisse der Kampfkünste mit Menschen teilen, die sie mögen. Minamato no Yoshitsune, ein berühmter Feldherr des 12. Jahrhunderts, soll seine Schwertkünste von den Tengu auf dem Berg Karuma bei Kyoto gelernt haben. Wieder andere Legenden berichten von Menschen, die in Tengu verwandelt werden, beispielsweise buddhistische Priester, die während ihres Lebens Arroganz und Groll anheimfallen. Nach ihrem Tod finden sie sich im Reich der Tengu, dem Tengudo, wieder. Auf dieser Legende basiert eine japanische Redensart, nach der sich hochmütige Personen in Tengu verwandeln. Ha, Hochmut kommt vor dem Tengu. Das alte Sprichwort. Der japanische Kalender, das haben wir schon gelesen. Das haben wir auch, das haben wir alles schon gelesen. Artzeichen. Erdbeer-Daifuku. Okay. Sehr schön. Die Tengu haben ja keine roten Köpfe und lange Nasen. Was soll das? Buh. Welche Tengu haben denn rote Köpfe und lange Nasen? Das sind immer gleich 100 Geister, diese Knödel da, diese Geisterknödel, sind immer gleich die Körper von über 100 oder die Seelen von über 100 Menschen. Crazy. Ich sammle noch schnell ein paar Geister, die hier so rumfliegen. Das ist gerade irgendwie cool. Über den Dächern von Tokio muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Kann ich darüber fliegen? Schauen wir mal. Easy, ohne Probleme. Ja, warte mal kurz. Das ist gerade ungünstig. Große Schreine reinigen. Mehrere verderbte Tori. Durch die Reinigung der Tori eines solchen Schreins lichtet sich der Nebel in der Umgebung. Danke. Danke, Tutorial. Ich weiß nicht, warum du jetzt kommst, nachdem ich bereits 3 davon gereinigt habe. Aber du meinst es sicher gut. Tada! Geister absorbiert. Das war ein ganz schönes Geisterfest hier. Okay, gehen wir mal zu der Nebenmission, die wir dich da unten markiert haben. Moment, die ist ja im Nebel. Ach so, nee. Ich muss um den Nebel rum so ein bisschen.
würde gern länger schweben können. In der Nähe dieses Gebäudes sind viele Ätherkristalle. Okay, das ist unser Ziel. Aha, ein eigener Dungeon. Sind die Nebenmissionen wirklich mit kleinen Gebäuden, mit kleinen Dungeons verbunden vielleicht? Wäre cool, würde mir gefallen. Ein Schrank? Was? Hallo? Was war das? Ah. Ach, ich kann hier wirklich kaufen an den Automaten. Mit meinem Geistergeld. Naja, warum nicht? Aber ich glaube, das ist nicht notwendig. Ich habe genug andere Essen. Oh oh, ich glaube, jetzt habe ich mein Geistermaximum erreicht. Ich glaube fast, ich gehe noch mal schnell raus, bevor wir uns hier umsehen. Und gehe zu einer Telefonzelle. Weil wenn hier drin noch mehr Geister sind, dann ärgere ich mich. Dann bin ich nicht gerade begeistert von der Möglichkeit, dass ich die nicht mehr mitnehmen kann. Oh, Monster. Moment, wie geht's Schleichen gleich nochmal? Ah, dammit. Hat sich erledigt. Oh oh, keine Munition mehr. Nahkampf. Au. Der wirft mit irgendwelchen Schildern auf mich. Ein Reisbällchen wird das schon wieder richten. Telefonzelle, da lang. Aber jetzt sind hier lauter Gammelbäume. Die muss ich mir auch mal anschauen. Gammelbaum, ich sehe deine Schwachstelle. Kann ich so weit schießen? Ja. Easy. Ah ja, guckt, jetzt haben wir das Problem nämlich. Jetzt bin ich nämlich voll. Bin gleich wieder da, Geister. Lauft nicht weg. Ich versuche nur hier irgendwie hochzuklettern. Dammit. Kann ich mir mehrere Markierungen auf der Karte machen? Nee. Dammit. Aber ich merke mir ungefähr, wo es ist. Das passt schon. Ich lasse schnell die Gegner hier stehen. Ich muss zur Telefonzelle. Bevor wir hier irgendwelche anderen Geister retten, müssen wir schnell zur Telefonzelle. Oh, guck mal, wenn hier Gegner sind, werden alle Straßenlampen rot. Das fällt mir jetzt erst auf. Das ist ja irgendwie cool. Cooler Effekt. Okay. 11 Geister nach Hause schicken. Sehr gut. Oh oh. Ich höre Mari. Sie braucht Hilfe. Ja, du bist ja auch in der Telefonzelle. Da ist es normal, dass man andere Menschen hört. Du strotzt förmlich vor Kraft. Damit kannst du sicher ein paar neue Fertigkeiten erlernen. Okay, mehr fliegen geht nicht. Ups. Was ist denn das? Schneller schleichen? Ja, das sind so die... Na, weiß ich nicht. Die neuen Elemente muss ich wahrscheinlich durch Story-Progression lernen, bevor ich die hochleveln kann. Aber ich kann komischerweise auch meinen Windangriff nicht verbessern. Ach so, weil das 15 Fertigkeitspunkte kostet. Okay, vielleicht spare ich einfach mal einen Fertigkeitspunkt. Ach ja, genau.
Ich habe ganz vergessen, dass ich einen Bogen habe. Kalten Lärm. Könnte ich auch mal benutzen. Vor allem, wenn mir hier die Munition ausgeht. Okay, jetzt wartet mal. Hier waren die ganzen Geister. Da muss ich jetzt nochmal hin und die holen. Ah, da sind auch noch Geister. Ist der Nahkampfangriff leider nicht so gut, wie ich gern hätte, dass er ist. Aber passt schon. Saugen! Saugen! Ach, da ist eine Telefonzelle. Wollt ihr mich verarschen? Ist das eine richtige... Ist das eine... Ich glaube schon. Ah, die hatte ich nur noch nicht freigeschaltet. Da hätte ich die auch direkt gleich abgeben können. Naja, habe auf dem Weg ja noch einen Geist gefunden. Den hätte ich ansonsten übersehen. Passt schon. Naja. Passt schon. Dann befreien wir die Geister hier jetzt auch mal noch. Okay, cool. Rein in den Zettel mit euch. Ah, da hinten schweben auch noch welche. Die Collectibles nehmen hier schon wieder Überhand in diesem Spiel. Ich sehe es schon. Die nehmen kein Ende. Wenn man will, kann man hier sein ganzes Leben lang... Ah, oh, da hinten auch, ey. Ich glaube wirklich, wenn man will, kann man hier 1000 Stunden mit Geistersammeln verbringen. Und einerseits würde ich gern weitermachen, aber andererseits denke ich mir, na, wenn ich jetzt schon hier bin, sollte ich vielleicht doch die Geister noch mitnehmen, die hier so rumsitzen und fliegen. Wer weiß, wann ich hier wieder herkomme und dann finde ich sie nicht mehr. Naja, reden wir mal mit der Katze, was die sagt. Was fliegt da denn da herum? Ja. Tengu. Tengu fliegen da herum, Katze. Tengu Matata. Nanu, was bist du denn? Boah! Was? Ach, meine maximale Munition hat sich um 1 erhöht. So, so, so. Na dann. Hallo, Teach, wie geht's? Landsquid, wie sieht's aus? Ist die Resi-Seite aktualisiert? Ist die Überraschung schon da? Nein, also ich habe jetzt die letzten Stunden nicht mehr geguckt, aber diese besondere Botschaft kommt morgen irgendwann. Ich dachte, die kommt Dienstag, ich dachte, die kommt heute schon, aber heute kam das letzte Update für die Seite und morgen kommt diese ominöse Botschaft, die Capcom schon vor einem Monat angeteased hat. Ich bin sehr gespannt, was uns da morgen erwartet. Wann genau, weiß ich nicht. Die Updates auf dieser Seite, auf dieser History-Seite, waren immer zwischen 2, 3 Uhr morgens und 7 Uhr morgens. Bin gespannt. Was hast du für ein Bauchgefühl? Ich glaube, es wird gar nichts. Ich glaube, es ist nix. Ich habe das Gefühl... Lass uns jetzt bloß nicht im Stich. Ich habe das Gefühl, da ist viel Hype um nix. Keine Ahnung, ich hoffe super stark, dass wenigstens... Weißt du, ich bin ja schon zufrieden, wenn die wirklich nur eine Kleinigkeit zu den DLCs ankündigen.
meinetwegen sollen die Reverse den Multiplayer nochmal neu ankündigen oder was weiß ich was. Es ist irgendwas. Ich bin ja genügsam, aber es wäre schön, wenn dann nicht nur morgen steht, hey, danke für eure Resident Evil Käufe die letzten Jahre. Yay. Ende. Das wäre dann schon enttäuschend. Aber genau mit sowas rechne ich. Capcom hypt ja gern mal. Ja, ich meine, das letzte Mal, als die einen Countdown gestartet haben und da so einen Hype gemacht haben, wurde wenigstens wirklich Resident Evil angekündigt. Neue Street Fighter angekündigt. Nicht das, was ich gehofft habe, aber immerhin wirklich eine Spielankündigung. Lesen wir mal die Gedanken der Katze. Wirklich schade, dass was den Menschen zugestoßen ist. Wir haben viel für uns Katzen getan. Das ist nicht fair. Oh, ihr seid nette Katzen. Ich werde die Menschen zurückholen, damit sie euch weiterhin füttern können. Keine Sorge. War bei Resident Evil 8 nicht noch so ein Shooter dabei? Genau, das meine ich. Das ist Reverse eben. Das ist dieser Multiplayer-Modus von Resident Evil 8, der dann auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Interessiert mich persönlich gar nicht, aber ich wäre sogar zufrieden, wenn sie das ankündigen neu. Hauptsache irgendwas. Bis jetzt mag ich das Spiel tatsächlich sehr gerne. Ich habe gehofft, dass mir das gefällt. Das Setting und das Szenario und sowas finde ich ziemlich cool. Aber ich war mir nicht sicher. Aber bis jetzt muss ich sagen, sehr gut. Weißt du, das hat jetzt keine neuen super Innovationen. Die Welt ist wirklich super. Also, ich meine, das Open World Design. Die Welt finde ich super interessant, weil eben so japanische Mythologie. Aber das Open-World-Design ist jetzt wirklich nichts, wo ich sage, oh, da waren sie aber innovativ oder haben sich was getraut oder ausgedacht. Das ist sehr 0815 Ubisoft-Formel. Aber, oh Gott, warum hat denn der Hund so Angst? Das ist ja schrecklich. Wir geben ihm mal was zu essen. Nom, 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 nom. Mach schön langsam. Vielen Dank fürs Futter. Ein höflicher Hund. Und jetzt buddelt er für uns was aus. Juhu! Haltet euch bloß von den Krähenschwärmen fern, sagt der Hund. Zumindest ist er jetzt wieder glücklich. Das ist die Hauptsache. Ja, mir geht's auch so, ne? Ich hab das Reverse in der Demo auch für ein paar Runden gespielt und dachte mir, ha, nett, werde ich nie wieder spielen. Und so war es dann auch. Ich habe ja nicht mal was gegen das Spiel. Ich finde es ja nicht irgendwie total blöd, aber es ist halt einfach so ein kompetitives Multiplayer-Spiel, das mich schon von Haus aus nicht interessiert. Und dann ist es halt auch noch relativ durchschnittlich. Aber die haben jetzt immerhin fast noch mal ein Jahr dran gearbeitet. Mittlerweile wird es fast ein Jahr. Wer weiß, vielleicht kommen die mit einer coolen Überraschung und sagen, guck mal, jetzt ist das Spiel übrigens cool. Überraschung. Wer weiß. Schauen wir mal. So, jetzt kann ich meinen Windwirbel verbessern. Ich kann das Tempo erhöhen, das Angriffstempo um 15% oder erhöht die Anzahl der Wirbelstöße bei geladenem Wirbeln auf 3. Ja, ich glaube, das mag ich. Das nehmen wir mal. Und dann hebe ich mir gleich die 5 Punkte noch auf, damit wir danach die Geschwindigkeit auch noch erhöhen können. Ja, super Wirbelwindpower. Hey, du wirst langsam besser. Ja, aber wirklich, oder? Und auch. Okay. Jetzt will ich aber die Nebenmission machen. Nicht mehr ablenken lassen. Von wegen. Als ob ich nicht, sobald ich wieder irgendwo Geister rumschweben sehe,
Aber gut. Ah, das sind gleich zwei Bäume da hinten. Ah, dammit. Ganz kurz. Ganz kurze Abstecher. Sind hier keine Gegner? It's a trap, oder? Das kann doch nicht sein. Checkpoint. Die sind jetzt hier aber schon am Rand vom Geisternebel. Weiter kann ich da gar nicht mehr gehen. Ja, ich weiß es, ich verstehe es auch nicht, Teach Black. Irgendwie ist bei Capcom irgendjemand in der Führungsetage mit dabei, der irgendwie um jeden Preis ein Resident Evil Multiplayer-Spiel etablieren will. Und das scheinbar schon seit Jahrzehnten und es funktioniert nie. Und ich verstehe nicht, warum eigentlich. Ich verstehe es wirklich nicht. Aber gut, meine Güte. Aber ich glaube wirklich nicht, dass man jetzt die Multiplayer-Modus und dieses Reverse und sowas die Schuld geben kann, dass Resident Evil 3 vor allem zum Beispiel so abgespeckt war. Die hätten einfach mehr Geld und mehr Zeit in Resident Evil 3 stecken können, wenn sie gewollt hätten. Die wollten halt einfach nur nochmal so relativ günstig recyceln im Grunde, viele Assets vom zweiten Teil wiederverwerten und so weiter und dann wurde da relativ zügig der dritte Teil zusammengeschustert. Das wäre besser gegangen, wenn sie gewollt hätten. Auch mit Multiplayer-Modis. Ja, ich bin mit dem Remake vom zweiten nicht hundertprozentig glücklich, auch wenn ich das sehr gut finde. Aber den dritten haben sie schon echt ein bisschen, der hätte noch eine Umdrehung brauchen können. Der hätte schon noch ein Jahr länger in Entwicklung sein dürfen, glaube ich. Aber naja. So, ich komme nie zu dieser Nebenmission. Nie. Hilfe. Ach, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Oh, Essen an der Bushaltestelle. Nehmen wir mit. Nichts verkommen lassen. Ah, da steht noch mehr Essen. Ups. So, jetzt gehen wir nochmal in die Telefonzelle und geben nochmal unsere Geister ab. Meine Güte, habe ich jetzt viel Geister gesammelt. Nochmal 800 Geister. Wie viel haben wir jetzt schon gerettet? 5600 und ein paar zerquetschte. Von 200.000. Meine Güte. Das Spiel ist eine Collectible-Hölle. Das sehe ich jetzt schon.
Okay, dann gehen wir jetzt endlich in diesen optionalen Dungeon. Und gucken mal, was uns da erwartet. Wie bei Vampire Survivors. Vampire Survivors ist der Hammer, oder? Das ist ein kleines, nettes Spiel. Das war in ein paar Tagen bei mir vorbei, der Hype. Aber für ein paar Tage hat mich das sehr gefesselt. Habe ich stundenlang jeden Tag gespielt. Schönes Spiel. Okay, nochmal von vorn. Arcade-Event-Flyer. Ein weiteres Ranglistenturnier steht an. Sehr gut. Geschafft. Puh, es ist bald soweit. Das 37. Ranglistenturnier von Special Fighting Heroes 3 Version 2.2 erwartet uns. Steht den vielen treuen Fans des Beat'em-up-Klassikers dabei zu, wie sie alle Charaktere und Mechaniken bis aufs Letzte ausreizen. Neue Spieler sind ebenfalls willkommen. Wann? Jeden Mittwoch. Einlass ab 19 Uhr. Das Turnier beginnt um 19.30 Uhr. Eintrittspreis 500 Yen. Nach dem Turnier kann kostenlos gespielt werden. Arcade Kadomi im Untergrund von Shibuya. Ah. Special Fighting Hero 3 Version 2.2. Das merken wir uns. Ein Rennauto. Supersportwagen-Modell. Ein maßstabgetreues Modell eines Supersportwagens. Na dann. Oh, Geistergetränk. Unterwelt-Grüntee. Oh, da ist wer. Geh erstmal in die anderen Räume. Geld! Ups. Viel Geld. Viel Geld ist viel gut. Kann man nichts sagen. Klo, Klo, Klo. Spinnt. Zu glauben, wie sich die Lage verschlimmert hat. Wenn Wasser zum Stillstand kommt, stauen sich darin starke Emotionen an. Das muss der Grund für die ganzen unheimlichen Geschehnisse sein. Diese aufgestauten Emotionen werden bald verderben und Besucher anziehen. Dann sollten wir uns das mal ansehen. Wir sollten nach Orten mit besonders viel Wasser suchen. Gut mitgedacht. Muss hier irgendwo sein. Ich höre auch Wasser plätschern. Aber Moment, hier? Soll ich hier? Weil ich meine, hier ist ein Klo. Da ist Wasser, theoretisch. Oder soll ich jetzt wieder rausgehen? Ah, hier. Irgendwo muss ich nach Wasser suchen. Na gut. Da hier drin war wirklich nur der Questgeber. Schade, ich hätte es echt cooler gefunden, wenn das hier ein richtiger abgeschlossener Dungeon wäre und nicht nur ein Haus mit einem Geist drin. Naja. Jetzt haue ich mal hier den Tisch kaputt und dann geht's schon wieder besser. Oh, ein Geisterbaum. Dein Herz gefunden, Baum. Brenne! Ein Badehaus. Oh. Da gibt's definitiv Wasser. Schade. Sehen wir es uns an. Ich dachte, das war wieder ein Geisterversteck. Aber das gehörte zur Mission hier. Hm, da bekomme ich richtig Lust auf den Milchkaffee, den es hier immer gibt. Hier wirst du keinen kriegen. Warum denn nicht? Woher weißt du das? Vielleicht gibt's hier noch Milchkaffee. Auf jeden Fall gibt es hier einen Energy Drink. Und Unterwelt Cracker. Was will man mehr? Oh oh, da ist irgendwas. Verderbnis. Aber so nur was habe ich noch nie von innen gesehen. Kleine Pfütze. Da sind wir schon zwei.
Kleine Plastikhocker versperren mir den Weg. Meine einzige Schwachstelle. Ziemlich übel. Die Verderbnis ist so stark, dass sie den Raum krümmt. Was ist das? Kommt das auch von der Verderbnis? Nein! Oh nein, ist das gemein. Habt ihr das gesehen? Hilfe! Okay, im Grunde nur ein Arena-Kampf hier. Oh oh, keine Munition mehr. Wartet mal. Sowas, genau. Das ist ja nicht schlecht. Ah, ouch. Bogen mag ich. Dann sind wir hier wohl durch. Ich dachte, der Bogen ist eher so eine Schleichwaffe, aber gar nicht. Gar nicht. Der ist cool. Der haut rein. Gut. Okay. Das wäre geschafft. Das wäre geschafft. Das sollte die Verderbnis im Zaum halten. Saugen wir noch ein paar Geister in unser Papier? Ich frage mich, ob es wieder aufmacht, sobald sich alles beruhigt hat. Keine Ahnung. Ein Fluss hört nie auf zu fließen. Aber das Wasser ist nie dasselbe. Ha! Milchkaffee. Leben bedeutet Veränderung. Nichts bleibt gleich. Ich hab's doch gesagt, dass wir hier Milchkaffee finden. Sie sollten jetzt sicher sein. Plötzlich sind hier überall Geister. Geschäftsbuch des Badehauses. Juli 2% weniger Einnahmen als im Vormonat. August 3% weniger Einnahmen als im Vormonat. Der schlechte Zustand der Anlage wirkt sich negativ auf das Kundenaufkommen aus. Renovierung dringend erforderlich. Na dann. Ach so, ich dachte, das ist der Ausgang. Aber ich glaube, das ist die Damentoilette. Naja, gut. Also Pfeil und Bogen ist cool, muss ich schon sagen. Da kann meine Windpistole nicht ganz mithalten. Aber bald haben wir schon wieder Erfahrungspunkte eigentlich. Nee, schade. Irgendwann können wir bestimmt aus unserer Windpistole eine Windmachine Gun machen und dann wird sie auch cool. Ich freue mich schon auf die Feuerzauberwaffen. Das wird cool, hoffe ich. Mach nur schnell die Ausrufezeichen hier weg, die triggern mich. Schön, das war mal eine... Ach so, muss ich jetzt nochmal zurückgehen, um ihm zu sagen, hey, ich habe deine Mission erfüllt. Na, meinetwegen.
Schade, ich kann leider nicht fliegen. Ich kann leider nicht fliegen, wenn ich zu flach am Boden bin. Kann ich von dem Auto aus fliegen? Nein, auch nicht. Also die Fliegregeln sind aber schon sehr streng in dem Spiel. Geben wir schnell ein paar Geister ab. Ich sehe schon, die Mechanik wird noch nervig für mich, glaube ich. Das ist so eine typische Mechanik, die finde ich jetzt am Anfang ganz nett. Die wird aber dann schnell nervig. Immer wieder 11 Geister sammeln oder später von mir aus 15 oder 20. Dann immer wieder an Telefonzellen gehen und so wie es aussieht. Gibt es noch extrem viele davon und ich weiß nicht. Das ist was, das wird mich irgendwann nerven, ganz sicher. So, Fähigkeiten. Jetzt passt auf. Ich habe gespart, aber für was gleich nochmal? Für schnellere Windpower, genau. Was ist das gleich nochmal? Okay, das sollte ich, glaube ich, erst nehmen. Dass der aufgeladene Angriff, den ich schon hochgestuft habe, schneller auflädt, macht sehr viel Sinn. Weil den benutze ich eigentlich ganz gerne, aber der dauert immer viel zu lange. Das ist eine gute Idee, glaube ich. Nein, werde ich nicht. Ich werde drum hauen wie bescheuert. Ohne Sinn und Verstand. Lass mich in Ruhe. Das ist meine Superkraft. Ich nutze die, wie ich es für richtig halte. Du bist hier nur Passagier. Ihr zwei bringt alles in Ordnung? Danke. Bitte. Okay, ich schätze mal, die Mission ist erfüllt. Die 100 beliebtesten Origami. Origami ist eine Kunst, 15 cm große bunte Papierquadrate zu faszinierenden Figuren zu falten. Die Kunstform entstand während der Edo-Zeit im 16. Jahrhundert. Schlage ein neues Kapitel auf, um dich in der Welt des Origami voll zu entfalten. Von Papierkranichen und Schuriken bis hin zu bekannten Charakteren. Wir zeigen, wie sie gemacht werden. Cool. Ich habe jetzt gar nichts mehr bekommen, oder? Der hat sich einfach nur aufgelöst. Komisch. Hä? Und das... Ach so, da ist jetzt aber ein abgehakt Zeichen. Na gut, auf zur nächsten Nebenmission. Attacke! Essen! Dreifarbige Tango! Dammit, ich komme da nicht rüber, jetzt. Geister eingesaugt, 104 Geister. Wenn ich nicht an Glücksbringer glaube. Hey, jetzt sei nicht so. Mit, nimm diese hier mit. Reiskräcker? Shiosume. Sashiki warashi jensee. Leg die Shiosume in die blaue Schale in der Nische. Und sie wird früher oder später auftauchen.
Ja, die Mechanik mit der Munition finde ich tatsächlich auch ein bisschen komisch. Ich dachte erst, dass das wirklich so ein bisschen Survival-Horror-mäßig ist, dass ich mir die einteilen muss. Aber im Endeffekt ist die sowieso überall und keine Ahnung. Finde ich auch komisch. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich glaub, das hinterlässt so einen Abdruck. Schimmel. Könnte sie sein? Sie muss hier irgendwo im Haus sein. Verschlossen. Wir brauchen den Schlüssel. Ah, Schlüssel. Mach mal die Taschenlampe an. Hier war ich schon. Warum gehen denn die Türen immer automatisch zu? Das verwirrt mich. Tagebuch des Vermieters, Teil 1. Der Verdächtige in diesem Fall. Wenn ich nur... Achso. Wenn ich nur diese Tsatsiki Warashi hätte, wären meine Schulden Vergangenheit. Aber nein, diese egoistische alte Vettel will sie für sich behalten. Sagt, sie sei unverkäuflich. Pah, wer glaubt sie, wer sie ist? Ich halte das nicht mehr aus. Wenn sie sie mir nicht geben will, dann nehme ich mir das blöde Ding einfach. Und dann winke ich der alten Schachtel von meinem Geldberg aus zu. Siehst du die alte Dame wieder? Tagebuch des Vermieters, Teil 2. Das blöde Tsatsiki Warashi. Ja, diese blöde Tsatsiki Warashi. Tsatsiki, okay. Warashi. Wie soll man bei dem Geheul schlafen? Sie treibt mich noch in den Wahnsinn. Und wofür das alles? Vor 3 Monaten habe ich sie mitgenommen und trotzdem habe ich kein Glück. Was soll das? Ich bin genauso arm wie vorher. Noch dazu hat irgendein lausiger Dieb das Geld gestohlen, das ich mir geliehen hatte. Der Schuldeneintreiber steht jeden Tag vor meiner Tür. Ich muss nur noch ein bisschen Geduld haben, dann werde ich ganz sicher belohnt. Ich habe hier eine goldene Gans und niemand sonst wird sie bekommen. Ich bereite mich darauf vor, dass die Tsatsiki Warashi mich mit ihrem Goldregen überschüttet. Ich habe sogar schon einen richtig guten Tresor gekauft. Bis sich mein Glück zum Besseren wendet, bewahre ich den Schlüssel im buddhistischen Altar im Schlafzimmer auf. Solange ich das Versteck keinem verrate... Vielleicht solltest du es dann nicht in dein Tagebuch schreiben, das unverschlossen hier einfach rumliegt. Wird ihn dort auch niemand finden. Okay. Ich verstehe das nicht ganz. Ja, genau. Die arme Tsatsiki Warashi. Hoffentlich geht es ihr gut. Hat der ein Mädchen entführt, ein kleines Kind. Aber warum soll das Kind jetzt Glück bringen? Verstehe ich nicht. Achso, da ist das. Ich kenne mich gerade nicht mehr aus. Wo ist denn hier bitte das Schlafzimmer? Ich dachte, ich war schon überall. Ich verstehe es wirklich nicht. Oh, das habe ich ja voll übersehen. Ein Kendama. Ein Spielzeug, das aus einem Ball mit einem Loch besteht. Das kenne ich. Der mit einem Strip an dem Griff, mit einer Strip, Teil, blablabla. Müde. Das Ding kenne ich. Zum einen habe ich schon mal jemanden gesehen, der total crazy Sachen damit gemacht hat. Und zum anderen gibt es in
One Punch Man, einen Helden, der hat so ein Ding in gigantisch und kämpft damit. Wo zur Hölle hat denn der sein Schlafzimmer? Sollte irgendwo ein buddhistischer Altar sein. Benutzt meine Kraft. Ach, das ist sein Schlafzimmer. Das hätte ich nicht so identifiziert. Unfassbar, dass er den ganzen Altar versteckt hat. Alles klar. Schau, da ist die Nische. Ja, ich sehe sie. In der unteren rechten Ecke des Grundrisses. Da muss dieser Shikiwarashi sein. Okay. Und ich soll mich jetzt hier orientieren können, oder was? Warte mal, das Klo erkenne ich. Okay. Na, scheiße. Ich habe mich verlaufen. Nee, warte mal, das müsste hier irgendwo. Oder? Aha. Tatsächlich. Halt die Augen offen. Ausgerechnet er bezeichnet uns als Diebe. Gib sie einfach zurück. Endlich habe ich dieser Shikiwarashi. Sie gehört mir. Ah, mir allein. Selbst im Tod noch ein gieriges Arschloch. Die Geste. Exorziere ihn. Ich weiß nicht, welche Geste. Ach so. Ich kenne viele gierige Leute, aber der toppt alles. Okay. Jetzt die Shiusanbei. Wer? Was? Achso, das da. Die Schüssel. In Tales of Symphonia. Ich kann mich, glaube ich, sogar erinnern. Ist es dieser kleine Junge, dieser erste Begleiter, den man hat? Hat der nicht auch sowas? War das der? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube schon, ne? Jetzt bist du frei. Danke. Also ich fühle absolut keinen Unterschied. Berichte der alten Frau. Na dann. Sobald wir hier wieder rausfinden, machen wir das. Genau, der beste Kumpel von Lloyd. Ja, ja, genau. Ich kann mich erinnern. Wie auch immer. Jetzt ist sie ja da. Ja, dank euch. Vielen Dank euch beiden. Ich bereue nun nichts mehr. Was ist mit ihr? Ach, die gibt uns jetzt irgendwas. Ja, ich habe Tales of Symphonia damals auch sehr geliebt. Das gehört immer noch zu meinen Top-JRPGs, würde ich sagen. Das gefällt mir schon wirklich sehr gut. Das hatte auch eine coole Story, habe ich zumindest so in Erinnerung. Wer weiß, ob ich die heute noch so episch fände als damals. Aber eine Sache hat mich damals echt genervt und tut es auch heute noch. Der Multiplayer-Modus, den es theoretisch gab, man konnte auf einem Bildschirm Koop spielen, war total kaputt. Weil die Kamera war trotzdem immer nur auf den ersten Spieler fokussiert und man hat die anderen Spieler im Grunde, die mussten blind spielen. Das war ein bisschen bekloppt. Entweder habe ich irgendwo die Einstellung nicht gefunden, aber keine Ahnung. Naja. Dass ich streame mal wieder. Ach, es gibt so viel, dass ich streamen würde gerne und so wenig Zeit. Ich würde jetzt ehrlich gesagt, da wir Ghostwire Tokyo jetzt im Stream angefangen haben und da mir das ganz gut gefällt, könnte ich mir vorstellen, dass wir das auch weiter in den Streams jetzt mal spielen, eine Zeit lang. Aber ich muss eigentlich auch echt noch unbedingt Dingsy und Bumsy weiter streamen. Damn it. Unbedingt.
Disco Elysium und Wasteland 3. Ah, man hat's nicht leicht. Naja, lesen wir das mal kurz. Magatama. Neben normalen Geistern kannst du auch Yokai absorbieren. Oh Gott, also es tut denen nicht weh, hoffe ich. Wofür du mit Magatama belohnt wirst. Magatama werden im Fähigkeitsmenü zum Freischalten gesperrter Pfade. Neue Fähigkeiten. Okay, dann her damit. Etwa 500 Geister. Magatama. Das nimmt kein Ende. Du hast absolut recht. Es nimmt kein Ende mit diesen Geistern, die man hier absorbieren kann. Ich find's auch irre. So, und wo kann ich jetzt gesperrte... Ah, hier. Diese Yin-Yang-Zeichen. Da muss ich erst die Magatame sammeln, damit ich die lösen kann, quasi. Okay. Ich verstehe. Naja, gut, okay. Ja, ich hab schon verstanden. Rote Sachen explodieren. Ist nicht mein erstes Videospiel, danke. Ich darf da wieder nicht drauf treten. Oh, da ist noch ein Gegner. Bam. Kurz und schmerzlos. So, jetzt schauen wir uns nochmal den Baum an. Wo hat denn der seine Schwachstelle? Ah, da. Oh ja, mein Pile of Shame ist leider echt gewaltig. Und er wird immer größer. Aber wie soll der auch jemals abgebaut werden? Spiele werden immer länger und länger. Und es kommen immer mehr. In diesen Zeiten? Klar. Und es ist einfach crazy. Redet der Mülleimer mit mir? Vielleicht sollte ich meine Geistersicht mal... Ah, Kampf. Ach, jetzt hat er aufgehört. Machen die das vielleicht nur, wenn Besucher in der Nähe sind? Könnte schon sein. So, ich würde jetzt gerne noch die nächste Hauptmission machen. Dann machen wir Schluss. Machen wir heute ein bisschen länger. Ich meine, das Spiel ist cool, ist neu, gefällt mir gerade. Why not? Aber nur noch ein bisschen. Alle Tage auf ein Autodach. Hey, muss. Wenn das der Besitzer sehen würde. Schön, dass die auf sowas eingehen. Ich muss heute noch Genshin Impact spielen, deswegen kann ich nicht so lang machen. Laden wir schnell unsere Geister hoch. Ich würde gern ignorieren können, diese Sammel-Items, aber ich kann es nicht. Besucher ganz in der Nähe. Ernsthaft? Hier sind die auch? War zu erwarten. Sie zeigt dir, wo Besucher lauern und woher der Nebel kommt. Irgendwie konnte ich die nicht reinigen, keine Ahnung. Moment mal, Freundchen. Umsonst machen wir gar nichts. Willst du etwa eine Katze abzocken?
Hey, schon verstanden. Ich werde euch für eure Mühe entlohnen. Versprochen. Reden wir jetzt übers Geschäftliche. Auftrag von Nekomata. Manche Nekomata bitten dich, traditionelle Artefakte für sie zu finden. Wenn du ein Relikt findest und zurückblinkst, wirst du entsprechend belohnt. Bla 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 bla. Na, schauen wir mal. Genau, habe ich mir schon gedacht. Ich habe hier immerhin das da. Diese eine Maske. Ganz schön viel Geld. Und die Löwenmaske. Da freut sich die Katze. Aber es gibt noch ganz schön viel andere Collectibles hier. Naja, gut. Was? Emote? Warum? Warum sollte ich Emotes lernen? Verstehe ich nicht. Der Titeltrack des Albums Travel von DJ Multiverse. Dieser Song macht die Erkundung deiner Reise in einem tropischen Paradies. Was? Elegante Business-Mode. Was? Warum? Warum gibt es hier so Sachen? Und was sind KKs Aufzeichnungen und warum sind die so teuer? Damn it. Soll ich das mal kaufen? Ich weiß auch nicht. Ich kaufe alles. Ich glaube, ich kann mir gerade so alles leisten. Ha, aber gerade so. Ja, ich hoffe, das ist es wert. Das ist es ganz sicher nicht wert. Aber whatever. Schauen wir mal, wo wir uns umziehen können. Ein neuer Charakter. Ah ja. Tsatsiki Warashi. Tippe Maöndin Zeigrin. Die Collectibles. Was? Yuka, die in zahlreichen Legenden der Region Tokuhu vorkommen und Glück bringen sollen. Sie ähneln kleinen Mädchen und leben mit Menschen zusammen in deren Häusern. Tsatsiki Warashi spielen gerne Streiche. Zum Beispiel legen sie die Kissen von Schlafenden ans Fußende oder werfen während des Essens das Besteck auf den Fußboden. Wenn man sie gut behandelt, bringen Tsatsiki Warashi einer Familie Wohlstand. Doch wenn eine Familie sie schlecht behandelt oder vertreibt, weil sie von den Streichen genug hat, nehmen sie das Glück mit sich und treiben die Familie in den Ruin. Tippe mal die Zeigen. Tippe mal die Zeigen, die Collectibles. Ach so. Ach so, ja, ja, das könnte sein. Ressortschlüssel. Aber der hat nicht was alle. Jetzt? Komm, wir gehen. Jetzt chill mal. Ach, guck mal, jetzt hat er die Löwenmaske auf, die ich ihm gebracht habe. Und da steht auch das andere Collectible, das ich ihm gebracht habe. Das ist ja lustig. Aber ich weiß trotzdem nicht, wo ich meine Klamotten wechseln kann. Ah, hier wahrscheinlich. Oder? Nö. Ach so, warte mal. Aha. Frisuren, Gesicht. Ich habe ganz viel Kleidung schon. Das ist. Ich dachte, der hat unser Täschchen zerfetzt, der Boss. Naja. Verschiedene Farben gibt es auch noch. Meine Güte. Für ein First-Person-Spiel gibt es da ganz schön viel Charakter-Customization. Das ist das, was ich jetzt gekauft habe, oder? Na, das ziehen wir an. Das war teuer. Neue Hosen und eine Jogginghose dazu. Kurze Hosen mit Strumpfhosen oder so. Auch interessant. Ja, ja. Nehmen wir die Hose passend zur Krawatte. Und Schuhe haben wir natürlich auch noch. Weil warum nicht?
So, was weiß denn ich? Fertig ist er. Gut sieht er aus. Ah ja, und Musik können wir auch noch anmachen. Das finde ich zwar grundsätzlich cool, aber ich weiß jetzt nicht, ob das nicht irgendwie rechtlich geschützte Lieder sind, ne? Eine Horde von Besuchern blockiert den Weg. In den Straßen wimmelt es nur so. Ich mach mal ganz kurz an. Okay, das klingt wie Kampfmusik oder so. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich mach's lieber nicht an jetzt. Oh, hier ist ja eine richtige Einkaufsmeile. Hier ist ja eine Katze nach der anderen. Willkommen in meinem Laden. Aha, einfach nur irgendwie so Waffeln. Fischförmige Waffeln. Ich kauf mal eine. Hm. Was haben wir hier? Sonst noch was? Ah, gratis Essen. Das sieht doch verdächtig aus, oder? Aha, was haben wir denn hier? Essen, Geisterchips und eine Katze. Wir Katzen sehen uns nur nach einem gemütlichen Schlafplatz. Sehnen uns nur. Na gut, dann macht das Katzen. Klingt nach einem guten Plan. Achso, in die Richtung bin ich schon gegangen. Na, öffne. Geld. Lecker Geld. Oh, da hinten ist ein Hündchen. Hallo, Hündchen. So ein Shiba Inu wäre schon ein schöner Hund, ne? Die sind schon niedlich. Geben wir ihm Essen. Komm rein, Kumpel. Mach schön langsam. Was meint ihr? Ich hab gar nichts. Was? Wow, da rennt er durch die Kartons und buddelt auf einem Karton rum und findet ganz viel Geld in dem Karton. Braver Hund. Ja. Gut gemacht. Oh, was haben wir denn hier? Omikuchi-Kunstrad. Oh, oh. Großes Pech. Das ist echt fies. Aber hey, mach dir nichts draus. Du kannst dir einfach ein neues Omikuchi holen. Selbst der große Nobunaga soll neue Omikuchi gezogen haben. Ganze dreimal. Wenn selbst so eine große Persönlichkeit wie er sich nicht geniert hat, dann brauchst du das auch nicht. Okay. Gut zu wissen. Ihr solltet euch einen holen. Ja, schauen wir mal. Willst du draufgehen? Raus jetzt. Vielleicht, wenn wir dann umgezogen sind. Vielleicht nächstes Jahr oder so. Dann auf jeden Fall einen Hund, aber welchen ist dann die Frage? Oder Hunde, Plural, vielleicht. Mir wäre ja ein Akita Inu lieber als ein Shiba Inu, muss ich sagen. Genauso niedlich und wuschelig, aber viel größer. Das finde ich einfach irgendwie cooler. Aber die Merlin will lieber einen Shiba Inu. Vielleicht müssen wir einfach einen Akita Inu und einen Shiba Inu holen. Könnte sein. Schauen wir mal. Na super. Seinen Schirm habe ich gezeigt. Was ist das? Kommt denn noch einer? Hallo? Nö. Dann reinigen wir mal das Tor. Wir müssen weiter.
Körper Nummer 1 gereinigt, aber der Schrein sieht nicht gut aus. Kann ich da reingehen? Nee. Der ist noch verbartelt. Na gut. Oh, was ist das denn? Eine Melone. Eine Unterwelt-Wassermelone. Finde ich lustig. Okay, kämpfen wir erst. Ich sollte echt was essen. Okay. Puh. Hallo? Gegner? Wo? Ich finde es ein bisschen schade, dass die Umgebung so statisch ist. Dass ich mit meiner Windmagie nicht mal Bambus schneiden kann oder Büsche oder sowas. Das ist ein bisschen schade. Gerade im Kampf jetzt, wo meine Schüsse am Bambus zerschellen, das ist schade. Wochenbericht des Shinto-Priesters. Montag, 16. August. Keine Gebetstalismane mehr vorrätig. Neue Talismane nachbestellen. Dienstag, 17. August. Freier Tag. Design für das Siegelbuch des Schreins festlegen. Mittwoch, 18. August. Zwei Hochzeitszeremonien abgehalten. Oshima am Morgen. Yasuda am Nachmittag. Donnerstag, 19. August. Meeting für eine Spatenstichzeremonie. Danach einkaufen. Freitag, 20. August. Morgens Unheil abwenden. Was auch immer das bedeutet. Nachmittags gründlich geputzt. Na dann. Samstag, 21. August. Katastrophenschutzausrüstung inspiziert. Vorbereitung für Katastrophenübung abgeschlossen. Okay. Ah, ich dachte, ich muss wahrscheinlich jetzt irgendwo hier den Code finden. Und derweil nicht. Herbstfest am Shiroyama-Schrein. Wann? 16. bis 17. Oktober ab 16 Uhr. Wo? Shiroyama-Schrein. Besuchen Sie den Schrein und genießen Sie eine Vielzahl von Imbissständen und Veranstaltungen. Das Parken ist auf dem Gelände nicht gestattet. Bitte verzichten Sie auf die Anreise mit dem Auto. Gesponsert von Handelsverband Tsukinami. Essen klauen. Tabelle der Unglücksjahre. In manchen Lebensjahren sucht uns das Unglück häufiger heim als in anderen. Diese Unglücksjahre variieren je nach Geschlecht und es ist ratsam, das Unheil in diesen Zeiten sowie in den Jahren davor und danach präventiv abzuwenden, bevor es zu spät ist. Unten stehend finden Sie die kritischen Jahre für beide Geschlechter. Kritische Jahre. Männer 25, habe ich schon hinter mir, 42, oh oh, und 61. Eieiei, da habe ich ja noch ein paar kritische Jahre vor mir. Verdammt nochmal. Und dann für Frauen 19, 33, 37, 61. Frauen haben ein kritisches Jahr mehr. Tja, so kann es gehen. Aber das 61. Jahr ist anscheinend immer blöd. Hey Chris, hallo, wie geht's? Genau, Ghostwire Tokyo ist das. Das neueste Bethesda-Spiel von Tango Games, dem Shinji Mikami Studio, also dem Resident Evil Urvater. Der hat zwar in dem Spiel, glaube ich, nur noch als Producer mitgewirkt, aber es ist immerhin noch sein Studio. Das hat schon noch so ein bisschen, ne? Ja, genau. Eigentlich will Merlin den Corgi, dann brauchen wir den Corgi, den Shiba Inu und den Akita Inu. Dann müssen es drei Hunde werden, es hilft nix. Was soll man machen? Okay.
Besondere Vorsicht ist auch in den Lebensjahren davor und danach geboten, also 24, 26 Jahre und so weiter. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie eine Beratung zu Gebeten wünschen, um Ihr Glück zu bewahren. Im Grunde ist es ein First-Person-Shooter. Könnte man, glaube ich, am ehesten sagen. Vielleicht ein First-Person-Shooter-Adventure, würde ich sagen, das in der japanischen Mythologie spielt. Feiertagskalender: 1. Januar Neujahr, 3. Februar Setsubun, 3. März Hanimatsuri, 16. bis 17. Oktober Herbstfest, 15. November Shichigosan und 31. Dezember Silvester. Wenn das hier irgendjemand sieht, der auch nur ansatzweise Japanisch kann, dann wird der bei jedem zweiten Satz, den ich sage, zusammenzucken und von einer Gänsehaut umsponnen werden. Habe ich das schon gereinigt? Nee, dann machen wir mal. Essen. Okay, ein Tor müssen wir noch reinigen. Da hinten irgendwo. Und dann schauen wir mal. Oh oh. Oh, was haben wir denn hier? Eine Opferschüssel. Was das wohl ist? Ja, was ist das wohl? Eine goldene Teeschale. Eine mit Goldlack verzierte Teeschale für die japanische Teezeremonie. Kann ich vielleicht an die Katzen verscherbeln? Ah, da ist das Tor. Ja, stimmt. Ich finde es cool, dass der Bogen hier so eine mächtige Waffe ist mit begrenzter Munition. Das gefällt mir irgendwie. Nicht einfach nur so eine Stealth-Waffe, wie ich anfangs dachte, sondern wirklich auch direkt im Kampf einsetzbar als supermächtige One-Hit-Kill-Waffe. Das ist irgendwie cool. Wähle einen geringeren Schrein. Ach, wird mir jetzt die Schnellreise erklärt, danke. Ich hab's schon gecheckt, aber ja, nett. Ich spüre eine starke Macht. Hier ist etwas in der Nähe. Durchsuche jeden Winkel des Schreins mit Hilfe der Geistersicht. Sie hilft dir auch, zurückgelassene Geister zu finden. Wenn ich das Spiel wirklich streamen will, muss ich mich loot-technisch ein bisschen zusammenreißen, glaube ich. Weil sonst spielen wir das für die nächsten 5 Jahre. Wenn ich mich wirklich eher so auf die Hauptstory begrenze und vielleicht auch die Nebenquests, aber die Collectibles liegen lasse, was mir so schwer fällt, dann wäre das vielleicht realistischer, dass wir das wirklich in den Streams auch weiterspielen. Ich kann ja zumindest die, die direkt auf dem Weg liegen, die kann ich doch wohl mitnehmen, oder? Da spricht doch nichts dagegen. Oh, was ist das? Ja, was ist denn das? Opfergabe. Wenn du Maika als Opfergabe darbringst, was ist denn Maika gleich nochmal? Habe ich das? Wirst du entsprechend des gespendeten... Ach, ist das meine Währung? Betragsbelohnt. Okay, bestätige die Menge an Maika, die du spenden möchtest, wähle ein Gebet und schließe den Prozess ab. Na, dann spende ich mal 500. Ich möchte mehr Shizu-Statuen finden. Ich möchte finden, wonach ich suche. LP regenerieren. Ich möchte mehr Shizu-Statuen finden, schätze ich mal.
Wenn mit dir Dr. Qu- In solchen Zeiten finden viele zum Glauben. Wenn mit... Ah! Nebenmissionen. Oh Gott, Hilfe. Hilfe. Überforderung. Ach, aber guck mal, hier wird mir jetzt tatsächlich eine neue Statue gezeigt. Ich verstehe. An den Schreinen kann ich quasi Geld dafür zahlen, dass mir neue Sammelobjekte auf der Karte angezeigt werden, die ich noch nicht gefunden habe. Na, warum nicht? Katashori-Bestellung. Ich habe kürzlich 10 Katashori bei Ihrem Schrein bestellt, benötige nun aber doch 15. Bitte entschuldigen Sie die plötzliche Anfrage, den Differenzbetrag zahle ich selbstverständlich Ed Warren. Dass er das überhaupt erwähnt. Warum sollte er die 15 zum Preis von 10 kriegen? Was? Oh, ist das die Feuerkraft? Herr mit der Feuerkraft. Oh, wie praktisch. Yeah, Feuerweben, das gefällt mir. Feuerweben beschwört mächtige Feuerspeere mit großer Reichweite. Durch Aufladen des Angriffs werden aus dem Speer explodierende Kugeln, die viele Besucher gleichzeitig Schaden zufügen. Ich verstehe, das gefällt mir, mit den oberen Schultertasten wechseln. Der Umweg hat sich gelohnt. Aha. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Infos. Gibt es einen Ort, von dem aus wir ganz Shibuya sehen können? Was ist mit der Kagerie-Aussichtsplattform? Stimmt, gute Idee. Ich glaube, ich mag Feuer. Aber weißt du, was ich noch mehr mag? Einen kleinen Tanuki. Marderhund. Willst du uns etwas mitteilen? Hallo, Tanuki. Mit meiner Kraft Kontakt auf. Mach ich. Du kannst damit nicht nur Dinge finden? Psst, hey, ihr da, hier drüben. Ihr versteht mich, das ist gut. Ihr scheint nicht auf den Kopf gefallen zu sein. Damit seid ihr qualifiziert. Jetzt sperrt die Lausche aus. Ich und meine Crew kamen aus Sumto ein bisschen Sightseeing. Fallen tun und wieder auf. Tanuki tarnen sich gerne. Also haltet die Augen offen. Ist wirklich nicht so schwer. Sag ihnen, sie sollen ihre pelzigen Ärsche zurück zum Boss schwingen. Und zwar pronto. Okay, verirrte Tanuki. Einige Tanuki sind kürzlich nach Tokio eingereist und haben sich gleich verirrt. So würde es mir auch gehen. Ich glaube, ich bin auch ein Tanuki. Ihr Anführer braucht deine Hilfe, um sie alle zu finden. Also halte überall in Shibuya die Augen nach diesen gerissenen Kerlchen offen. Bleibe immer wachsam. Der Stuhl, auf dem du sitzt, die große Schüsselrahmen, die du eigentlich essen willst, oder dieses Straßenschild, das irgendwie fehl am Platz ist, das alles könnten verwandelte Tanuki sein. Schnüffel, hey, was sagt man denn dazu? Da ist gleich einer vor unserer Nase. Irgendwo im Schrein steckt ein Schwanz, der dort, und sagt Bescheid. Was? Das waren jetzt zwei Sätze. Okay. Du hast dich als Wachhund bezeichnet. Warst du Polizist? Ja, war ich. Warum? Problem damit? Nein, ich finde bloß, dafür bist du ganz schön grob. Das ist eine Berufskrankheit. Wie erkenne ich jetzt den Tanuki? Aha, der ist sehr gut getarnt. Das ist lustig, oder? Gefällt mir. Komm. Ah, der hat eine Blume auf dem Kopf. Sehr gut. Mist, du hast mich gefunden. Wie war das? Der Boss sucht nach mir? Ich hatte gerade eine Fährte aufgenommen und hätte ihn fast gefunden. Aber dann habe ich Menschen in der Nähe gerochen. Zeit zum Boss zu gehen. Ja, mach das. Zeit zum Boss zu gehen. Das ist schon cool.
So, ich habe hier gerade irgendwo noch fliegende Geister rumfliegen sehen, oder? Dachte ich. Ah ja, da direkt vor mir. Genau, die nehmen wir auch noch mit. Sie sollten jetzt sicher sein. Ich würde jetzt gerne mit meiner Feuerkraft noch gegen Gegner kämpfen. Ich würde gern sehen, ob die ordentlich reinhaut. Hoffe es nämlich. Oh, wer bist du denn? Ah, Nebenquest. Wo kann sie nur sein? Bitte, ihr müsst mir helfen. Ich habe eine Puppe hier in den Schrein gelegt, aber jetzt ist sie weg. Und kurz darauf hatte ich einen Unfall und bin gestorben. Sie ist verflucht. Erst sind sie Hagel gewachsen. Und ich werde sie einfach nicht los. Egal, was ich tue. Ich glaube, sie hält mich in dieser Welt gefangen. Ohne das Ding wäre ich noch am Leben. Könnt ihr sie suchen und sie ins Jenseits geleiten? Nach was für einer Puppe suchen wir? Es ist eine traditionelle Puppe. Sie gehörte meiner Schwester. Es muss etwas in dieser Puppe sein. Wir können den Überresten ihrer Energie folgen. Hier, eine Seelenspur. Eine Seelenspur. Oh, warte mal kurz, Seelenspur, ich komm gleich. Das sind Pfeile. Was ist das? Oh ja, was ist das? Das ist ein Yomikuchi-Effekt. Okay. In Schreinen kannst du Papierstreifen, sogenannte Komikuchi, ziehen. Ah, sowas kenne ich. Die Weissagungen darauf können gut oder schlecht sein. Im Grunde Glückskekse, nur ohne Keks oder sowas. Alle Komikuchi-Effekte sind temporär. Es kann immer nur ein Komikuchi-Effekt gleichzeitig aktiv sein. Talismane, mit denen du gleichzeitig mehrere Buffs aufrechterhalten kannst, haben keinen Effekt. Mögliche Effekte vom großen Glück zu großem Pech. Daikichi, für kurze Zeit werden Erfahrungspunktbelohnungen für das Besiegen von Besuchern verdreifacht und Gegner können dir nichts anhaben. Oh, Kichi, für kurze Zeit wird der durch Besucher verursachte Schaden halbiert. Für kurze Zeit werden deine LP nicht unter einen kritischen Wert sinken, außer durch Nebelschaden. Für kurze Zeit wird das von Ätherkristallen erhaltene Maika verdoppelt. Der Wind trägt die leisen Klänge des Bon-Tanzes aus Tokio heran. Okay, in der Nähe erscheinen Besucher. Okay, deine LP werden sofort auf 1 herabgesetzt. Viel Glück. Na dann los. 200, na, okay. Gar nicht übel. Der Wind trägt die Klänge des Bon-Tanzes aus Tokio heran. Und jetzt höre ich wirklich Musik. Interessant. Dann geht einfach Musik los. Interessanter Effekt. So, was ist denn jetzt mit diesem Geisterding? Ah, da sehe ich noch die Spuren. Das ist gut. Nur eben kurz die Geister einsammeln. So, dann gehe ich sofort wieder der Geisterpuppe hinterher. Ach Gott, ich kann's nicht. Ich kann die ganzen Collectibles hier nicht liegen lassen. Oh, ich bin zu fett. Wir müssen woanders lang. Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Gehen wir lieber noch eine Straße weiter. Ich gebe mir größte Mühe, mich nicht ablenken zu lassen. Größte Mühe. Ich gebe aber trotzdem mal schnell die Geister ab hier.
Oh. Über 10.000 Seelen übertragen. Oh. Aber es ist zu früh zum Feiern. Das ist weniger als 5% des Gesamtbetrags. Da ist noch viel zu tun. Um Gottes Willen, das Spiel eskaliert komplett, wenn es um Collectibles geht. Ich habe irgendwie nur noch 4 Schuss Feuermunition. Aber ich krieg aus den Objekten immer nur Windmunition. Woher kriege ich denn Feuermunition? Das ist die Frage. Bin ich hier noch richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass da eine Katze sitzt. Wo seid ihr Menschen überhaupt alle hin? Tja, das bin ich mir auch nicht sicher. Ich glaube, irgendwie gestorben oder so. Mehr oder weniger. In Seelen verwandelt. Ah, Gegner, okay. Oh, ja, Feuer ist gut. Aber leider habe ich jetzt keine Feuerpower mehr. Oh oh, das war keine gute Idee. Ah, oh, dammit. Schnell, iss was. Energy Drink. Oh. Moment. Ah ja, genau. War's das? Naja, jetzt konnte ich wenigstens mein Feuer noch testen und ich muss sagen, Feuer ist ziemlich geil. Das war schon cool, aber leider nicht cool genug. Oder so. Lustig. Oh, da ist irgendwo ein Gegner, der mich sieht. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Ach, da drüben. Na super, jetzt wirft die Sachen auf mich und ich kann mich gar nicht wehren im Grunde. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Schüsse überhaupt treffen. Na super. Das gefällt mir nicht. Na, dammit. Ah! Okay, man muss anscheinend irgendeine... Ah! Geist, okay. Ja, ja, ja. Das ist okay. So können wir kämpfen. Ich habe irgendwie einen Schuss Feuer regeneriert. Ich habe nicht mitbekommen, wann das passiert ist. Aber okay, ich trinke mal noch einen Energy Drink oder irgendwas. Keine Ahnung. Okay. Ich habe absolut jede Orientierung verloren, die ich mal hatte. Ich finde, das ist ein guter Punkt, um für heute Schluss zu machen. Ich muss jetzt leider wirklich aufhören. Es macht mir gerade echt Spaß, das Spiel. Aber für heute ist leider Schluss. Morgen sage ich schon. Nächsten Dienstag um 19 Uhr machen wir. Aber dann würde ich wahrscheinlich schon sagen, hier nochmal weiter mit Ghostwire Tokyo. Und vielleicht auch drüber hinaus, weil grundsätzlich macht mir das schon ziemlich viel Spaß. Bei jedem Feuerball musst du Heidoken rufen. Das stimmt, sollte man machen. Na schön, Leute. Vielen Dank fürs Dabeisein. Hat mich gefreut. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, schlaft gut, bis bald. Ciao.